Zuschauer, herzlich willkommen zur NDR Talkshow. Sie haben sich genau richtig entschieden heute an diesem Freitagabend, denn hier gibt's die besten Gäste. Hier gibt's zum Beispiel ihn. Er hat einmal gesagt, der traditionelle Alpinismus ist die Kunst, dort zu überleben, wo der Mensch eigentlich nicht hingehört. Diese Kunst hat er auf die Spitze getrieben. Bei uns ist Legende Reinhold Messner. Meine Damen und Herren, für diese Frau gilt es, sky is the limit. Sie hat 2 Goldmedaillen bei den Paralympics gewonnen und das in 2 unterschiedlichen Sportarten. Wir freuen uns auf die Parakanutin Edina Müller. Herzlich willkommen. Er gilt als Godfather der deutschen Comedy-Szene, um ehrlich zu sein, der deutschen Unterhaltung. Er moderiert und konzipiert, er hat immer gute Laune und er hat sehr viele ungewöhnliche Hobbys. Nicht über alle möchte er sprechen, aber über eins schon, das werden wir heute Abend tun. Seien Sie gespannt, welches es ist. Thomas Hermanns ist bei uns. Mehr als 300 Spiele hat er für seinen Verein Eintracht Frankfurt absolviert. Eine Kämpfernatur, nicht nur auf dem Fußballplatz. Vor 5 Jahren bekam er die Diagnose Hodenkrebs. Wie er den Krebs besiegt hat, erzählt uns Marco Russ heute bei uns. Herzlich willkommen. Was ist eigentlich das schwarze Loch? Haben Sie das jemals verstanden? Und was war vor dem Urknall? Das sind ja alles Fragen, die können wir eigentlich gar nicht so richtig begreifen. Aber wir haben uns eine Frau eingeladen, die kann es uns vielleicht erklären. Weil sie ist Wissenschaftlerin und hat sich zur Aufgabe gemacht, ihr Wissen weiterzugeben an Kinder und auch an kindliche Menschen wie uns. Heute Abend ist bei uns die Besitzerin eines ganz besonderen Planetariums, Dr. Ruth Grützbau. Guido Maria Kretschmer sagt über sie, Zitat, sie ist eine außergewöhnliche Ärztin mit unerschöpflichem Wissen, großer Erfahrung und einem feinen Gespür setzt sie sich unermüdlich für die Gesundheit ihrer Patienten und der Gesellschaft ein. Zitat Ende. Recht hat er, herzlich willkommen, Dr. Anne Fleck. Meine Damen und Herren, auch heute wieder Ihr Gastgeber, Hubertus Meyer-Burkhardt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und auch heute Ihre Gastgeberin, es ist stets ein Privileg und ein Vergnügen, mit ihr moderieren zu dürfen, Barbara Schöneberger. Barbara, ich würde sagen, wir haben eine außergewöhnliche Sendung und zwar nur gemessen an den Gästen, die wir heute haben. Ja, dann wollen wir gar nicht jetzt so viel Geplänkel machen, sondern direkt in medias res. Ich kann Barbaras Wunsch nur folgen. Meine Damen und Herren, Sie kennen sie aus der erfolgreichen Serie der NDR-Serie, die Ernährungsdocs. Aber sie ist nicht nur Ärztin, sie bezeichnet sich selber auch als Medizindetektivin. Warum das so ist, das wird sie uns wahrscheinlich gleich erzählen. Und sie wird uns auch erzählen, warum wir gerade in der dunklen Jahreszeit morgens so schwer in die Gänge kommen, meine Damen und Herren. Wir haben sie eben schon vorgestellt. Dr. Anne Fleck gibt uns die Ehre. Herzlich willkommen. Anne, wir haben uns eben oben geduzt, jetzt duzen wir uns einfach weiter, denke ich. Spornstreichs, du kannst schlecht Nein sagen, ich habe es dir angeboten, ich bin 30 Jahre älter. Wir machen das jetzt so und alles ich klar. Hoffe, es ist in deinem Sinne. Ist in meinem Sinne, ich bin auch noch alte Schule, wunderbar. Du bist alte Schule, ich bin altes Semester, also wir kommen genau darauf. Wenn sie alte Schule ist und du dann noch mal 30 Jahre älter bist, dann haben wir endlich unsere Zielgruppe erreicht. So, Anne, du bezeichnest dich selber mitunter auch als Medizindetektivin. Erklär uns warum bitte. Ich bin ja gelernte Internistin und Rheumatologin und mein Herz schlägt für die Präventiv- und Ernährungsmedizin, wie man sieht. Aber eigentlich schlägt mein Herz dafür, die Menschen am besten schon von Kindesbeinen an gesund zu halten. Also, dass sie eigentlich gar nicht so zum Arzt mehr müssen. Ja. Und was ich in meiner Arbeit der letzten Jahre vermehrt feststelle, dass so viele Menschen schwere Beschwerden haben, Symptome haben, aber das aktuelle Gesundheitssystem ist eigentlich mehr ein Krankheitsverwaltungssystem. Ne? Du hechelst von Termin zu Termin, die Menschen werden ohne Zeit abgefertigt. Und zum Beispiel das Symptom Müdigkeit wird so oft bagatellisiert als, du hast ein bisschen Stress, fahr doch mal ein bisschen Urlaub, nimm es doch mal ein bisschen einfacher. Und wenn man da mal wirklich so wie Sherlock Heine anfängt, mal nach Ursachen zu suchen. Ich bin Ursachenmediziner und liebe dieses Tiefseetauchen. Man guckt da mal nach stillen Entzündungen. Oder hat der wirklich eine Verdauungsschwäche, von der er nichts weiß? Oder vielleicht eine Autoimmunerkrankung? Diese ganzen Erkrankungen, Migräne, Krebs, Nahrungsmittelintoleranzen, Schuppenflechte, Herzinfarkt, Schlaganfall,
Weißt du, das kommt nicht einfach so. Ich denke mir immer, wenn Menschen vor mir in der Praxis sitzen, ja, mein Mann, der hat auf einmal einen Herzinfarkt, bums. Ja. Nee, das kommt nicht einfach so, zack, bums. Das sind Dinge, die entwickeln sich über Jahrzehnte. Und da finde ich gut, da reinzugehen, um das zu verhindern oder zu lindern. Ja, du hast gerade angedeutet, dass in der Jahreszeit die Menschen, was ja sehr individuelle Ursachen haben kann, morgens schwieriger aus dem Bett kommen. Wir können es ja mal eben Barbara in die Runde geben. Reinhold, wie ist es bei Ihnen, wenn der Berg ruft? Und der ruft ja gelegentlich auch morgens. Kommen Sie im Herbst schwerer aus dem Bett als zur Sommerszeit? Also ich bin noch nie im Leben aus dem Zelt oder aus dem Bett gestiegen, wenn der Berg gerufen hat. Ja. Er ruft nicht. Er ruft nicht. Der Berg ist nur da. Ja. Er ist völlig absichtslos. Ja. Ich rufe mich selber. Ja. Und rufen Sie sich im Herbst mit dünnerer Stimme als im Sommer? Nein, das hängt von dem ab, was ich mir vorgenommen habe. Ja. Also ich schlafe natürlich auch nicht so ruhig, wenn ich jetzt eine Herausforderung angenommen habe, die mich belastet oder die mich beschäftigt, weil nachts auch mein Geist arbeitet und das fällt auf mich natürlich zurück. Ob das Sommer oder Winter ist kein großer Unterschied bei mir. Ich schlafe aus, wenn ich darf, wenn ich kann. Ich kann lange schlafen. Ich kann auch um 1 Uhr nachts aufstehen und auf den Berg gehen, wenn das unbedingt sein muss. Aber heute muss das nicht mehr sein. Es gibt nicht die Expeditionen, wo es darauf ankommt, dass man die ganze Nacht durchklettert, um rechtzeitig dann wieder herunten zu sein. Verstehe. Wie ist es bei dir? Du gehst ja selten auf Expedition, Thomas, aber ich kann es dir einschätzen. In andere Gebiete wahrscheinlich. So. Stehst du früh auf oder? Nein, ich schlafe gern aus und ich habe gerade gehört, ich freue mich immer im Herbst, darf ich lange aus, weil es dunkel ist, ich muss nicht aufstehen, ich habe also darf ausschlafen mit gutem Gewissen, während im Sommer denke ich immer, ich sollte früher aufstehen, mache es dann aber nicht. Mhm. Ich bin gern Langschläfer. Ja, ist doch gut. Frau Grützbauch, Sie sind wahrscheinlich eher an der Nacht sowieso interessiert, oder? Mit den ganzen Sternen? Ja, ich passe da, glaube ich, gut dazu in die Runde an Langschläfern, ja, also bei mir ist es auch immer spät, ob Sommer oder Winter. Also am liebsten schlafe ich so bis 10. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Aber es geht irgendwie nicht. Wie ist es bei Marco? Gibt es Rituale morgens beim Frühstück, beim Aufstehen so? Es gab Rituale, als ich aktiv war. Ja. Heutzutage oder jetzt ist das Ritual, die Kinder fertig machen für die Schule. Da ist auch nichts mehr mit Ausschlafen. Die müssen frühzeitig geweckt werden. Meistens ist es so, dass sie mich sogar wecken, weil sie früher wach sind. Ich war noch nie so der Langschläfer eigentlich. Also auch wenn ich früher mal aus war, bis 2-3 Uhr, war ich dann trotzdem um 8 Uhr wach. Das waren die Leute, die ich immer gehasst habe. Ja. Weißt du, die nachts um 3 aus der Disco gehen und dann ich war schon wieder um 7 auf. Ja. Ich konnte nicht anders. Aber ich glaube, Elina ist Wallet, auch so. Wann trainierst denn du? Man hat doch immer so einen Biorhythmus, wann man mehr kann. Eher morgens oder eher nachmittags? Bei mir ist es auch definitiv eher nachmittags. Also ich bin zwar kein Morgenmuffel, aber kein Morgenmensch. Und so sehr hypermotivierte Leute morgens, das sind mir durchaus suspekt. Also ich mag es gerne ruhig angehen morgens. Und in Trainingslagern ist es leider immer sehr früh. Da muss ich sagen, muss ich mich doch immer durchkämpfen. Anne, war da irgendwas dabei, wo du sagst, das kann ich medizinisch verwerten? Hat einer unserer Gäste so substanziell geantwortet, dass dir diese Sendung Hoffnung verleiht? Alle haben substanziell geantwortet, weil sie individuell und authentisch Antworten haben. Und das ist ja auch die Medizin, für die ich kämpfe. Es geht nur immer gut und vorwärts, wenn es individuell ist. Wir haben hier Eulen, wir haben hier Lerchen. Ne? Auch das beschreibe ich ja auch gerne, dass Menschen einfach manchmal nachtaktiver Thomas sind Lerche, oder früh gleich wach. Und dass wir einfach jetzt ein bisschen in der dunkleren Zeit schwerer in die Gänge kommen, ist einfach der Licht. Ja. Aber wir müssen hier was herausfinden, Anne. Jetzt. Pass auf, die Frage ist ja, pass auf, weil du gerade jetzt auch Detektivin bist. Gibt es eine bedenkliche Müdigkeit und eine unbedenkliche? Dass wir alle, glaube ich, in der dunklen Jahreszeit ein bisschen mehr nach innen gekehrt sind, ist, glaube ich, ein Allgemeingut. Aber gibt es einen Punkt, wo du sagst, die Müdigkeit nimmt jetzt so einen Raum bei mir ein, es könnte ab wann ist es bedenklich? Genau. Es gibt diese herrliche, gesunde Müdigkeit, die Reinhold Messner mit Sicherheit kennt oder unsere Sportler oder Menschen, die sich bewegen. Wenn man sich ausgepowert hat, körperlich oder auch geistig, dann ist man müde, dann kann man abends die Zunge um den Tisch wickeln und man ist gesund müde. Es gibt aber diese... Kann abends die Zunge um den Tisch wickeln? Ja, so metaphorisch. Das ist allerdings ein sehr schönes Bild. Also, Entschuldigung, Kinder ich sehr viel in Metaphern. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich frage für eine Freundin. Ich wollte wissen, was gemeint ist. Ja, gut. Alles klar. Okay, wird jetzt nicht demonstriert. Ja. Nein, und
Dann gibt es diese krankhafte Müdigkeit, die leider so oft bagatellisiert wird. Die Menschen werden als Psycho, als Dr. Google-Kranke stigmatisiert. Und das sind diese Menschen, die dauerhaft müde sind. Die, selbst wenn sie ausreichende Schlafdauer haben, sagen, morgens bin ich aber nicht ausreichend erholt. Oder Menschen, die wirklich unter Umständen auch wirklich so einen Energiemangel haben, der krankmachend, der die ganze Lebensqualität kleinschnitzt. Und für diese Menschen, aber auch für die, die da mehr verstehen wollen, bin ich ja da und schreibe auch, weil das Thema ist das. Der Körper ist unser allerbester Freund. Der schickt uns nichts, um uns zu ärgern. Der schickt auch nicht Krankheiten, die dann beschrieben werden. Das ist der Feind in deinem Körper. Der Körper möchte uns mit jedem Symptom eigentlich sagen, und wir sind ja der Körper, guck doch mal hin, hier ist ein Problem. Und deswegen sollte man auch eine lang anhaltende Müdigkeit systematisch nach Ursachen abklären. Was könnte dahinter stehen? Jetzt müssen wir für ein größeres Publikum mal überlegen, über das Individuelle hinaus, was könnten die Energieräuber sein, sozusagen. Wenn du mal die drei häufigsten vielleicht mal aufzählst. Also ganz häufig ist es, wenn wir jetzt auch an Müdigkeit und unsere Schlafgewohnheiten gesprochen haben, ist es einfach ein nicht ausreichender Schlaf oder eine nicht gute Qualität des Schlafs. Bessere Matratzen auch, mal ganz bessere einfach. Bessere Matratzen, besser lüften, abends ein bisschen weniger Blaulicht und regelmäßige Schlafzeiten. Blaulicht heißt Fernsehen. Genau, und Tablet, also da ein bisschen vorsorgen. Ja. Was aber viele unterschätzen, jetzt außer dem Energieräuber Stress, sind diese kleinen Energiestaubsauger des Alltags. Wer kommt denn auf die Idee, dass ein Milchkaffee müde machen kann? Also man denkt ja, Koffein macht wach, aber das Milcheiweiß in der klassischen Kuhmilch, was immerhin 30-40% der Menschen nicht vertragen, das wird unter Umständen in einer Müdigkeit enden. Wie ist denn das morgens eigentlich? Ist morgens ein Espresso hilfreich? Koffein, wir wollen ja auch überlegen, wie du in die Gänge kommst. Also wie? Da habe ich einen Tipp. Und zwar als allererstes denkt man ja jetzt schön Kaffee, und ich mag persönlich auch, ich liebe Kaffee, habe in Italien studiert, ich liebe allein das vom Geruch und Geschmack. Mein Tipp ist, morgens nicht mit Kaffee in den Tag zu starten, sondern mit 2 Gläsern Wasser. Aus dem Ayurvedischen sagt man auch nicht eiskaltes Wasser, eher zimmerwarm. Und jetzt nicht, dass die Zuschauer erschrecken, es muss nicht gleich ein großes Glas sein, es reicht auch erstmal ein Glas. Warum ist das gut? Die Verdauung wird geweckt, wir atmen nachts 1,5 Liter Flüssigkeit aus. Das heißt, wenn wir dann gleich mit diesem Defizit in den Tag starten, sind wir automatisch müde. Ja. Und das ist schon mal ein Tipp. Und die von der fleißigen Leber über Nacht abgebauten Giftstoffe, die werden auch viel leichter dann wieder abtransportiert. Deswegen Tipp des Abends, 2 Gläser Wasser oder mit einem starten. Die Verstopfungsprobleme sind dann vielleicht auch schon im Nu gelöst. Und dann kann man ja danach noch schön den Kaffee nachladen. Also du wirst lachen, ich mache das. Meine Pilates-Lehrerin sagt das, es wäre eine innere Dusche. Meine Pilates-Lehrerin, ich mache Pilates gelegentlich. Okay. Und meine Lehrerin sagt, wenn du morgens ein warmes Glas trinkst, sei es wie eine innere Dusche. Gute Frau. Eine gute Frau. Vitamin D hilft morgens, um in die Gänge zu kommen. Stärkt auch das Immunsystem, glaube ich. Richtig. Ist aber in wenig Mahlzeiten drin. Du empfiehlst es additiv. Leider muss ich das so sagen. Und man sollte überhaupt das Thema Vitamin D mal auch gesellschaftspolitisch, gesundheitspolitisch größer aufmachen. Weil den kleinen Kindern, so im ersten Lebensjahr, da denkt der Kinderarzt daran, wir substituieren Vitamin D. Wir brauchen es ja für die Knochen, aber wir brauchen es auch zum Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs. Und, Corona hat man doch mal eine Zeit lang und gesagt. Corona, die schweren Fälle, hat sich gezeigt, hatten einen schweren Vitamin-D-Mangel und, hört zu, Vitamin-C-Mangel, weil man ja immer denkt, man hat gar keinen Vitamin-C-Mangel. Das heißt, diese Vitamin-D-Zufuhr ist so wichtig. Und wenn wir die jetzt nur über die Ernährung versuchen aufzurüsten, dann müssten wir 24 Liter Milch pro Tag trinken, 1 Pfund Hering essen, 5-6 Avocados, das schafft kein Mensch. Und deswegen ist es so clever, Vitamin D zu substituieren. Und ich denke jetzt auch an die Eltern und Großeltern oder die Jugendlichen von 13, 14, 17, die uns vielleicht auch jetzt zuschauen. Gerade diese Stubenhocker-Generation oder jetzt, weil man auch in dieser Zeit weniger draußen ist. Homeoffice meinst du? Ist so wichtig, das zu substituieren, das auch mit dem Hausarzt mal zu messen und zu besprechen. Ganz wichtig. Wir haben jetzt dank deiner Kompetenz ein bisschen über das Einschlafen geredet, über das gute Einschlafen, also weniger Blaulicht, weniger, übrigens eine Sonnenbrille empfiehlst du beim Einschlafen. Das kann ich mir einigermaßen putzig vorstellen. Das gibt also auch zumindest, schon wenn man in einer Partnerschaft lebt. Genau.
könnte das zu Missverständnissen führen. Trennung angesagt. Nein, wenn zum Beispiel, das ist der Punkt, so viele Menschen beschreiben in der Praxis, ich habe Einschlafstörungen, und wenn du dann mal genauer nachbuddelst, kommt raus, ich gucke abends länger Fernsehen, was ja was Schönes ist, oder ich schaue abends iPad oder ich schaue am Mobiltelefon. Das ist alles blaues Licht, was wir morgens lieben, weil die Sonne schenkt uns auch blaues Licht und lässt uns wach werden. Aber abends bremsen wir so die Bildung des schlaffördernden Melatonins. Und deswegen, es gibt ja jetzt auch moderne Technik, dass wir also an den Computern oder Geräten eine Software einstellen können, dann werden die automatisch schon orange, oder du kannst es sogar auf dunkelrot einstellen. Oder man macht es einfacher, und wenn man zu Hause, unsere Zuschauer, eine alte orangefarbene Sonnenbrille haben, es gibt sogar auch rote, dann sieht man wirklich aus wie ein Avatar, und wenn zufällig der Nachbar klingelt, könnte es zu Irritationen führen. Aber das ist so ein toller Tipp. Weil schläfst so du mit Sonnenbrille ein? Nein, es geht doch nur darum, dass du, bevor du schläfst, dein, zum Beispiel so ab 20 Uhr, ich sitze ja dann auch noch oft fleißig am Rechner und schreibe, dass ich dann mich nicht von meinem guten Schlaf verabschiede, weil mein Computer mich mit blauem Licht wieder aufpeppt. Ja, Thomas hat unmerklich genickt, als ob es dir vertraut. Thomas trägt seit 20 Jahren ab 8 Uhr eine Sonnenbrille. Ich hab noch gedacht an Leute, die in Discos Sonnenbrillen tragen, aber das ist eine andere Geschichte. Nee, macht völlig Sinn. Das blaue Licht muss ja gefiltert werden. Ja. Und das sieht vielleicht albern aus, aber es gibt ja sehr schöne Sonnenbrillen. Ich habe so eine große Bienenbrille, so ein bisschen so Twiggy für Fußgänger, sowas sieht dann auch apart aus. Das kann zu häufigen Partnerwechseln führen. Ja, genau. Wachst du, Thomas, manchmal nachts um 3 auf und weißt nicht warum? Nee, nur wenn, wer hat's gesagt, wenn eine Aufgabe vor mir liegt, muss früh raus, muss auf dem Flieger irgendwo hin und sowas, dann komme ich nach der ersten Schlafphase kurz raus, und da muss ich wieder meine Tricks haben, um wieder einzuschlafen. Das ist, trinke ich ein Glas Wasser oder gehe einmal hin und her und lege mich wieder hin, da muss ich einmal den Impuls stoppen, mir schon über den nächsten Tag Gedanken zu machen. Aber habe ich meine Tricks da. Aber Anne, das liegt ja, ist ja über das Individuelle offensichtlich hinaus, dass wir alle dazu neigen, nachts um 3 in so eine, unabhängig von Aufgaben, die am nächsten Morgen auf uns warten, dass wir kurz aufwachen. Woran mag das liegen? Du wirst es wissen. Ja, es gibt aus der traditionellen chinesischen Medizin eine ganz faszinierende Organuhr, die quasi die ganze Tageszeit den Organen zuordnet, wann die besonders fleißig rackern. Und nachts zwischen 2 und 3 Uhr schmeißt unsere fleißige Leber, diese machtvolle Leber, ihr Schaffen an. Und die Leber ist ja wichtig für die Verdauung, aber auch für die Entgiftung. Und deswegen ist das für mich so eine Detektivfrage, die ich dann auch wirklich abkläre. Ja. Wachen Sie zwischen 2 und 3 Uhr nachts auf? Und wenn das bejaht wird, dann habe ich so einen Fingerzeig, bei dem Menschen sollte man mal besser auf die Leber schauen und auch vorsorglich sich schon von Kindesbeinen gut um die Leber kümmern. Was heißt denn das? Regelmäßig essen, vielleicht ein bisschen mehr Löwenzahntee trinken, bitterstoffreiche Lebensmittel auch mal als Salat essen. Man kann ja so viel nebenbei gesund halten. Jetzt sagst du auch keinen Wein mehr, bin ich raus. Nee, die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht den Meister. Jetzt sagst du, 30% aller Deutschen haben verrückt gewordene Mastzellen in der Leber. Nee, nicht in der Leber. Sondern das wo? Ist in dem letzten Buch, was ich geschrieben habe, Energy, mein Lieblingskapitel, weil es war mir so ein Bedürfnis, dieses Thema mal präsent zu machen. Ja. Wir alle haben Mastzellen. Das sind ganz, ganz liebe Zellen, die sitzen an den Grenzen unserer Schleimhäute und Häute und die patrouillieren und gucken, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und die sind gefüllt mit Botenstoffen wie Histamin. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Das ist auch wichtig zur Abwehr von Allergenen. Ja. Und diese Mastzellen können, ich sag's mal salopper, verrückt werden durch bestimmte Irritationen, durch Stress, aber auch durch andere Reize, wie zum Beispiel, wenn die Darmflora nicht richtig im Lot ist, was ja sehr, sehr viele haben, was auch ein riesiger Müdemacher ist und gern tabuisiert wird. Und wenn diese Mastzelle dann Histamin ausstößt, auch chronische Infektionen, nach denen nicht gesucht wird, wie Borreliose oder Toxoplasmen. 50% der Deutschen haben Toxoplasmen. Hilf aber mir, was sind das? Das sind Infektionen, aber es wird nicht danach geguckt, ob der Mensch das hat. Und lange Rede, langer Sinn, diese Menschen tauchen dann zum Beispiel in der Praxis auf und sagen, ich bin immer müde und schlapp. Und die beklagen auch oft so eine einschießende Müdigkeit von einer Sekunde auf die andere. Und die haben auch ganz oft Symptome, die man nicht zuordnen kann. Also eine laufende Nase, ein juckendes Auge, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Fibromyalgie.
Was ist das? Du musst das ist eine, ich übersetzen. Muss es erklären. Ja. Es sind Gelenk- und Muskelschmerzen. Ja. Und diese Symptome kann man dann mal wieder zuordnen, wenn man dann wie so eine Art Detektiv eine Idee hat und sagt, ich messe mal 2, 3 Blutwerte, die dazu passen könnten. Und dann gibt es auch eine Lösung für diese Menschen, dass man nämlich sagt, man versucht, diese Mastzellen zu beruhigen, zum Beispiel durch ein histaminarmes Essen, dass man überhaupt mal weiß, wenn ich viel Erdbeeren esse, viel Avocados esse, Schokolade, Kakao, dunkler Kakao, klingt ja alles super gesund. Und das macht aber dann zu viel Histaminausschüttung. Dann gibt es wirklich Leute, die in dem besten Gewissen, obwohl sie denken, ich ernähre mich gesund, ihre Mastzellen über die Tage aufwiegeln, ja. Und kommt dann noch Stress hinzu. Dann haben sie vielleicht am nächsten Tag Migräne, sind todmüde und haben so einen Bauch. Und das ist die Kategorie Menschen, für die ich wirklich versuche, Ideen zu liefern. Mhm. Und für alle, die gesund bleiben wollen und die das wissen wollen. Weil du kommst dann auch wieder raus. Jetzt versetze ich mich mal in die Lage der Zuschauerinnen und Zuschauer. Viele von, die meisten sind Kassenpatienten. Sind mehr Kassenpatient, die Kassenpatientin weiß, so viel Zeit nimmt sich die Ärztin, der Arzt nicht für mich. Ich muss also mit einer eigenen Kompetenz dorthin kommen, weil das Gespräch in der Tiefe wird mein Arzt mit mir nicht führen wollen. Zumal die meisten Ärzte auch nicht ganzheitlich denken, sondern es ist ja dein Grundgedanke. Wenn ich ein Knieproblem habe, gehe ich zum Kniespezialisten, wenn ich und so weiter. Wie kann ich denn als Kassenversicherter Patient, Patientin, wie kann ich zu einer Kompetenz gelangen, damit mein Leben besser wird? Weil ich habe eh nur 10 Minuten bei meinem Arzt, wenn ich Pech habe. Das sind 2 Fragen in einem. Die erste Frage, und da ist auch schon eine Antwort, die ich geben möchte. Das System ist nicht korrekt. Wir haben eher ein Krankheitsverwaltungssystem anstatt ein Gesundheitssystem, in dem du die Menschen eigentlich schon von Kindesbeinen an dazu individuell kurz siehst, kurz berätst, damit die möglichst wenig Medizin brauchen. Und deswegen plädiere ich unbedingt dafür, dass alle Menschen hierzulande und überall auf der Welt möglichst so viel wissen über sich und ihren Körper, damit sie selbst auch in diese Selbstheilung kommen können. Und man darf auch uns Ärzten das nicht vorwerfen, weil dieses innovative Wissen, dieses ganzheitliche oder dieses jetzt modern präventive Wissen, oder zum Beispiel Mastzellaktivierung abklären wissen, ja? Das lernst du im Moment nicht auf der klassischen Arztschule. Das ist jetzt Avantgarde. Aber die Medizin muss eigentlich dahin gehen, dass auch unsere Zuschauer und das spüren und auch den Kindern vermitteln, pass auf deinen Körper auf, lern ihn zu verstehen. Es gibt wenige Tricks, putz seine Zähne richtig, geh regelmäßig zum Zahnarzt. Verstehe dich, wenn du Verdauungsprobleme hast, wie kannst du das lösen? Denn wenn wir nicht anfangen, die Menschen in diese Eigenverantwortlichkeit zu bringen, ist meine Sorge, und ich will jetzt hier eine schöne, lustige Sendung haben, aber meine Sorge ist, das hat eine solche sozioökonomische Sprengkraft, die Erkrankungen. Immer mehr Menschen werden krank und die Volkswirtschaft zahlt. Ja, Übergewicht, Diabetes, Demenz und Krebs. 27% der Kinder sind übergewichtiger mehr als 2010. Und kam heute eine Studie raus. Ich habe jetzt auch noch nicht das ganze Desaster von Corona-Folgen für Seele, Gewicht und Langfristigkeit. Deswegen ist das hier auch ein ganz wichtiger Beitrag und ich freue mich dann auch darüber sprechen zu können, dass wir das rüberbringen und was die Menschen so schön finden, wenn die sagen, ich hätte ja nie gedacht, dass es so einfach ist. Und das ist, glaube ich, oft so verkannt, dass man schon mit ganz wenigen einfachen Schritten so viel Gesundheit erobern kann und wieder Lebensqualität bekommt. Also ich versuche, liebe Anne Fleck, das zu subsumieren. Man könnte sich stundenlang mit dir unterhalten, aber ich versuche mal zu subsumieren. Mehr Eigenverantwortung, nicht alles an den Arzt delegieren, ein bisschen mehr Sorgfalt gegenüber dem eigenen Körper walten lassen, ein bisschen besser hinhören. Und es gibt ja auch bedeutende Ärztinnen, die Bücher geschrieben haben, wo man dann nachlesen kann, wenn man es allein nicht hinkriegt. Vielen Dank. Ich könnte auch 2, 3 Tipps geben, die jedem helfen. Die 2 Glas Wasser morgens, 2 Glas Wasser. Gutes Kauen, zwischen den Mahlzeiten trinken, weil dann wird die Verdauung besser laufen. Ja, nicht Kräuter, während der Mahlzeit. Nicht während, viel Grünzeug, viel Kräuter als Kronjuwelen der Naturheilkunde, regelmäßige Schlafgehzeiten und die ganze Welt als Fitnessstudio betrachten. Und nicht bewerten. Des Glückes Tod ist der Vergleich. Frau Dr. Anne Fleck, herzlichen Dank. Das ist ja ein super Satz, den muss ich mir unbedingt merken.
Ja, wir kommen tatsächlich von einer Frau, die über Gesundheit aufklärt, zu einer Frau, die sich zur Aufgabe gemacht hat, über die Sterne, über unser Universum aufzuklären. Sie ist Wissenschaftlerin und forscht in der Extragalaktik. Das bedeutet all die Sphären, die sich außerhalb der Milchstraße befinden. Aber momentan forscht sie nicht, sondern sie vermittelt Wissen mit ihrem eigenen aufblasbaren Planetarium. Ich fürchte, wir müssen reden. Dr. Ruth Grützbauch ist bei uns. Hallo. Ich fange direkt mal vorne an, weil man denkt ja, also, dass das Universum unendlich groß ist. Aber Sie haben sich ein aufblasbares Planetarium gebastelt. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es klingt komisch, ne? Das ganze Universum in einem kleinen Zelt drinnen. Ja? Es ist gar nicht so klein, es ist 5 Meter im Durchmesser. Okay? Mhm. Das ist, man stellt sich das vor wie ein großes Planetarium, runde Kuppel. Ne? Aber es ist kein Gebäude, es ist nicht aus Stein, sondern es ist ein Zelt, es ist ein Stoffzelt. Okay? Mhm. Also es ist wirklich nur eine Schicht Stoff, nicht wie bei einer Luftburg oder so, dass man da wirklich eine Struktur hätte. Ich wollte gerade sagen, wie kommt es vor wie eine Hüpfburg? Aber ja, das glauben die Kinder am Anfang auch manchmal und sind dann ganz enttäuscht. Okay. Und da wird mit aufspringen? Mit einem Schlauch wird Luft reingepumpt? Genau, also da ist einfach ein kleiner Ventilator an einem Schlauch, der direkt in den Innenraum dieses Zelts führt und nur mit dem Luftdruck wird der Stoff nach oben gedrückt und in dieser Kuppelform gehalten. Okay. Das ist super simpel eigentlich. Wie wird das Ganze transportiert? Weil Sie sind ja total selbstständig mit Ihrem kleinen Planetarium. Genau, ich bin selbstständig und selbstständig in dem Sinn auch. Ja. Es ist, ich transportiere das Ding meistens in meinem Lastenfahrrad, Cosmobike. Fantastisch. Und wenn ich gerade außerhalb der Stadt unterwegs bin, dann nehme ich den Zug und den Bus. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich Ihr eigenes Planetarium zu bauen, mit dem Sie reisen? Und für wen bauen Sie es auf? Ich bin auf die Idee gekommen, also die Idee gibt es schon, es ist jetzt nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe. Es gibt mobile Planetarien, aufblasbare Planetarien, tatsächlich. Es gibt dann einen Markt, ne? Man kann es im einschlägigen Fachhandel erwerben. Ja, ja. Den gibt es. Ich habe das in Großbritannien kennengelernt. Also ich habe ja lange Zeit in Großbritannien gelebt und dort war dort in der Forschung auch aktiv. Und habe mich dann ein bisschen umorientiert in die Kommunikation und habe dann in einem Science Center gearbeitet ein paar Jahre. Und dort haben wir Science-Shows gemacht, den Leuten die Wissenschaft nahegebracht mit aufregenden Experimenten und verschiedenen Dingen. Dort gab es auch das ehemals größte Radioteleskop der Welt zu besichtigen. Wie groß ist denn das größte Radioteleskop der Welt? Das ist 76 Meter im Durchmesser, eine gigantische Schüssel. Nein! Ja, fast 90 Meter hoch. Und das spitzt sich so zu, dass man irgendwo mit dem Auge reingucken kann? Nee. Das ist ein Radioteleskop. Ach, ein Radioteleskop. Also es hat jetzt nichts mit Radio zu tun. Es sendet? Es sendet. Nein, es guckt einfach nur. Man konnte das auch früher zum Senden verwenden. Ja, das stimmt, aber es sendet jetzt nicht mehr. Okay. Es guckt nur noch. Wir wollen nicht, dass die da draußen uns finden. Die sollen nichts von uns wissen. Ja, das ist gleich unsere nächste Frage. Die da draußen. Zurück zur Wissenschaft. Ja. Es ist ein Radioteleskop, beobachtet Radiowellen. Das ist eine Art von Licht. Es ist unsichtbares Licht. Also einfach Licht, das eine extrem lange Wellenlänge hat und darum ist dieses Ding auch so riesig. Weil je länger die Lichtwellen, desto größer muss auch die Schüssel sein, quasi, um diese Lichtwellen einzufangen. Und es ist ja, wenn man sich so ein Teleskop vorstellt, ne, ist es ja, oder na, so vielleicht nicht, vielleicht eher diese Röhren, die man dann kennt, wo man dann so auf der Seite hineinschaut. Ja. Die haben ja dann unten den Spiegel und das ist ja dann quasi eine kleine, flache Schüssel, wenn man so will. Ne? Also die Radioteleskope funktionieren eigentlich auf die gleiche Art und Weise. Es ist eine Schüssel oder ein Spiegel beim optischen Teleskop, der das Licht sammelt und dann wird das Licht fokussiert auf einen Punkt und dann wird ein Bild erzeugt und das kann ich mir dann anschauen. Und beim Radioteleskop schaue ich halt nicht durch, weil ich Radiowellen nicht sehen kann. Ja. Deswegen finde ich das auch langweilig. Also mit Radio würde ich keine Forschung machen. Die Kinder, das sind hauptsächlich Kinder, die ins Zelt kommen. Es haben 20 Erwachsene Platz, glaube ich, oder 30 Kinder, die da sitzen können. Ja. Wer kommt da hin? Wo kann man das sehen? Und was genau zeigen Sie denen dann da? Also ich komme ja zu den Leuten. Also die Leute kommen quasi nicht zu mir. Ich warte nicht drauf, bis die Leute zu mir kommen, sondern ich fahre gleich zu ihnen. Ja, in die Schulen zum Beispiel? Genau, also ich bringe den Weltraum hinaus zu den Leuten. Ja. Es ist ja oft so, dass man in einem Museum dann, also Museen auch ganz toll, ja, don't get me wrong, ja. Aber man wartet so ein bisschen drauf, die Leute, die ist sowieso schon interessiert, die wissen, wo wir sind, die wissen, was wir machen und die kommen zu uns. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich finde, es fehlt da bei der Herangehensweise ein bisschen so dieses Outreach-Element. Ja. Outreach, wir gehen nach draußen,
bringen das Wissen und die Faszination vor allem zu den Leuten. Ja? Also ich fahre eigentlich überall hin, wo genug Platz für das Zelt ist. 5 Meter Durchmesser. Gut. Hauptsächlich Schulen, weil das bietet sich halt einfach irgendwie an. Ne? Da ist erstens immer genug Platz. Da sind immer genug Weltraumenthusiasten und Enthusiastinnen vorhanden. Ich glaube, ja. Also in jedem steckt ja irgendwie ein Weltraumenthusiast, ja, tatsächlich. Absolut. Das ist die Frage, Barbara. Ob jeder, also ich kenne auch Menschen, die den Weltraum als furchteinflößend empfinden, weil er ja nie aufhört. Das hören Sie wahrscheinlich doch auch. Hört das irgendwann mal auf? Nee, das hört nicht auf. Es hört nicht auf. Nein. Das können wir ja nicht denken. Etwas, was nicht aufhört, können wir nicht denken. Ist für dich der Weltraum faszinierend? Voll. Voll. Ja, egal, auch wenn es jetzt Blockbuster sind, auch wenn da viel Fiktion dabei ist, aber trotzdem dieses mit Raumschiff irgendwo hinfliegen, durch Galaxien und so ist schon... Ja. Das war ein Reinhold Messner. Mein Sohn ist genauso. Der will Moment, der hat gerade diese Phase mit... Ja, na klar, Sternen, das interessiert alle. Aber ich meine, Reinhold war ja schon am nächsten dran an den Sternen. Ja. Der kann uns erzählen, wie sie wirklich ausschauen. Ob das 50 Meter sind oder 8000, ist in dieser Dimension völlig irrelevant. Du hättest jetzt die Chance gehabt, dich ein bisschen noch, weißt du, abzuheben, zu positionieren hier. Aber gut, dann bleibst du bescheiden. Nee, aber wir bemühen ja auch die Sterne, wenn wir von Stars sprechen im Showbusiness. Wir bemühen ja die Sterne als Gleichnis für funkelnde Personen. Ja. Ich fand Planetarien auch als Jugendlicher ist natürlich ein super Ding gewesen und sehr entertaining. Also wenn man zum ersten Mal ins Planetarium, da war Musik, da war so ein Sprecher, der hat es einem alles so erklärt, es war dunkel. War für die Sexualität nicht unwichtig. Es war ein ganz schöner Ort, so ein Planetarium. Deshalb freue ich mich sehr, dass das jetzt... Hast du deine Männer im Planetarium getroffen? Ich habe es versucht. Was ich mir so schwer vorstelle, das meine ich wirklich immer, ich bin totaler Pragmatiker. Ich mag gerne, also ich liebe Dinge vor mir zu haben, die ich sehen und anfassen kann, tatsächlich. Und man kann ja so wenig von dem, was da draußen ist, wirklich sehen. Man kann es nicht wirklich wissen, man kann es nicht greifen. Ist das nicht ein wahnsinniger Hemmschuh? Oder macht einen das sauer oder macht einen das noch neugieriger? Ich würde das gar nicht so sehen. Ich finde es ganz im Gegenteil. Ich finde ja, das Faszinierende daran ist, dass wir das alles sehen können. Wir können Millionen von Lichtjahre hinausschauen ins Universum. Und wir brauchen nicht mal ein Teleskop dafür. Wenn wir den Blick nach oben richten, wir können die Andromeda-Galaxie sehen, unsere Nachbargalaxie. Das ist übrigens das einzige Ding, das man mit freiem Auge sehen kann, ohne Teleskop, das außerhalb unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße, ist. Ja? Das ist das einzige Ding am Himmel, das nicht quasi zu uns dazugehört. Und das Ding ist 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und ich sehe es da als verwaschenen Fleck über mir am Himmel. Da ist einfach nichts dazwischen. Ja, aber es ist ein verwaschener Fleck, tatsächlich. Aber mir ist es für mein Empfinden dann auch nicht. Okay, Sie wissen schon genauer, wie es aussieht, der Andromeda-Nebel. Es ist ein verwaschener Fleck mit hunderten Milliarden von Sternen drinnen. Ja. Es ist oft, das stimmt natürlich schon, es ist oft so ein bisschen ein underwhelming-Erlebnis, wenn man dann irgendwie durch einen Feldstecher schaut, weil dann ist es immer noch ein verwaschener Opernglas. Ja. Aber es ist ein Opernglas. Ich finde das Wissen, dass dieses Ding da draußen ist und das Licht, das da auf meine Augen fällt, in dem Moment war 2,5 Millionen Jahre durch den leeren Weltraum unterwegs. Ja. Es ist von Sternen erzeugt worden vor 2,5 Millionen Jahren. Woher weiß man das? Das wird immer so gesagt. Aber ich frage mich immer, woher weiß man das? Ganz genau. Das ist, aber ich finde das wirklich lustig. Das ist meine Lieblingsfrage. Vielen Dank. Das freut mich. Das ist die Frage, die im Planetarium wahrscheinlich am häufigsten kommt. Oder wenn sie kommt, freue ich mich immer wahnsinnig. Weil ich finde, das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Es geht nicht so sehr, was ist da draußen, sondern... Wie kommen wir da überhaupt dazu, das zu wissen? Ja. Was ist die Methode? Wie kann man das? Wie können wir so viel wissen von diesem unendlichen Universum? Wir wissen, dass das Universum in einem extrem kleinen, dichten, unfassbar heißen Zustand vor knapp 14 Milliarden Jahren begonnen hat. Das wissen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Woher können wir das alles wissen? Ja? Und das ist... Die meisten Dinge wissen wir eben genau deshalb, weil wir sie sehen können, weil wir sie beobachten können mit unseren Teleskopen. Wir können da extrem weit hinausschauen. Wir nehmen Radioteleskope wieder mal, tut mir leid. Ja. Das sind sehr wichtig. Ja, aber jetzt weiß ich ja alles darüber. Teleskope anderer Wellenlängen, ja, die einfach die Lücken füllen, die wir quasi mit unseren eigenen Augen nicht sehen können. Und das Faszinierende an dem Licht, das wir da beobachten, ist, dass dieses Licht die ganze Information über das Universum in sich trägt. Ja? Und zwar über das
Ding, das das Licht erzeugt hat, also sagen wir jetzt mal einen Stern in einer fernen Galaxie, ja? Aber auch all die Dinge, die das Licht auf dem Weg durchquert hat. Und das ist nämlich genau meine nächste Frage, weil Sie gerade sagten, das Licht strahlt durch die leere, riesige Ding. Aber ist es leer da oben oder ist es... Oder ist es eben ziemlich voll? Weil wenn ich mir die Bilder dahinter angucke, habe ich das Gefühl, da muss das Licht ganz schön zickzack fahren, um da durchzukommen. Ja. Oder ist das nur, sieht das nur so aus, aber es ist so unendlich groß und da ist dann doch recht viel Platz. Und man kommt gut aneinander vorbeigefahren, wenn man so einem anderen Licht begegnet. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Licht im Universum. Also das ist irgendwie, fürs Licht wird es manchmal schon eng. Ja. Also es kommt irgendwie ein bisschen drauf an, wo man hinschaut. Also wenn man zum Beispiel in Richtung Zentrum der Milchstraße schaut, also unsere Milchstraße, unsere Galaxie, eine riesige Scheibe aus Sternen, aber nicht nur Sterne, sondern auch jede Menge Gaswolken, Staub. Und dieser Staub ist der gleiche Staub, den man da irgendwie unterm Bett daheim hat. Ja, also nicht ganz der gleiche, nicht ganz die gleiche Zusammensetzung. Aber es ist Staub, ja. Der ist da im Weltraum draußen verteilt und der blockiert uns die Sicht. Ja. Da kann das Licht nicht durch. Das heißt, wenn ich Richtung Zentrum der Milchstraße schaue, wo diese ganzen Staubwolken da konzentriert sind, da sehe ich dann quasi nicht durch, da ist zu viel Zeug im Weg. Okay. Ja. Wenn ich aber jetzt nach oben schaue, dann ist da jetzt nicht so viel. Und dann kann ich dann zum Beispiel die Andromeda-Galaxie oder andere Galaxien quasi oben und unten, jetzt relativ zur Scheibe der Milchstraße, kann ich die ganz deutlich sehen. Ja. Da müssen wir mal putzen, habe ich gerade gedacht. Ja, und meine Hoffnung, wenn jetzt die ganzen bekloppten Milliardäre da oben rumfliegen, vielleicht kann Elon Musk einfach mal mit einem Staubsauger da mal ein bisschen durch. Dann können wir besser putzen. Wenn einer kann, dann der. Ja. Dann der. Aber es ist, was ich noch dazu sagen muss, wenn man sich das vorstellt, eine Staubwolke, ja, die das Licht blockiert und dicht und so weiter und so fort. So eine interstellare Staubwolke ist immer noch weniger dicht als das perfekteste Vakuum, das wir jemals auf der Erde erzeugt haben. Ja, also das ist okay. Okay. Der Weltraum ist extrem leer für unsere Verhältnisse, für unsere tägliche Erfahrung. Ja. Diese Art von Leere, die kennen wir überhaupt nicht auf der Erde. Wir leben halt auf diesem dichten, kleinen Felsklumpen quasi der Erde und da ist alles sehr dicht, sehr nah beieinander. Und drum, aber jetzt noch mal die Frage, was wir ja gerade eben schon so scherzhaft angesprochen haben. Ich meine, was ich noch viel schwerer zu begreifen finde, ist, dass wir wirklich allein sein sollen in diesem ganzen weiten Universum. Das wäre ja schon der Wahnsinn. Man weiß es nicht. Also ich meine, wenn ich diese ganzen Sterne da sehe und überall irgendwie ist so viel los und wir sind die Einzigen, die da rumlaufen. Glauben Sie das, dass wir die Einzigen sind? Naja, es ist halt eine Frage des Glaubens mehr oder weniger, weil... okay, man kann schon irgendwie eine Wahrscheinlichkeit dafür natürlich angeben. Also man kann sich irgendwie denken, okay, es ist ja unsere Milchstraße, 200 bis 300 Milliarden Sterne in dieser Milchstraße. Die meisten Sterne haben auch Planeten. Ein erdähnlicher Planet, ist, wo Leben drauf entstehen könnte, ist jetzt auch nichts Seltenes. Also es gibt wahrscheinlich Milliarden von Planeten, auf denen quasi Leben möglich sein könnte. Milliarden. In unserer Milchstraße und eben von den anderen Galaxien noch gar nicht zu sprechen. Ja. Es gibt wahrscheinlich genauso viele Galaxien im Universum wie Sterne in der Milchstraße, also ein paar hundert Milliarden. Oh Gott. Ja. Im beobachtbaren Universum. Und jenseits des beobachtbaren Universums, darüber können wir ja dann gar nicht so viel sagen. Also das heißt, warum spricht uns keiner an? Ja. Sind wir so unattraktiv, will keiner mit uns reden? Die Body von der Erde, die sind echt so scheiße drauf, mit denen will ich nicht tanzen. Ja, das ist die oberste Direktive, ne? Man darf uns vielleicht noch nicht ansprechen. Man darf noch nicht uns ansprechen, nicht. Weil wir zickig sind. Oder weil wir noch nicht so weit sind. Oder weil wir sind noch nicht in dem Zustand, dass wir... Wir sind noch nicht bereit. Wir sind noch nicht ansprechbar. Ja. Ja. Ich glaube nicht. Wir müssen noch eins weiter. Die große Frage ist, ob überhaupt das kompatibel ist. Also wenn ein anderes Leben ist, das kann etwas völlig anderes sein. Mhm. Obwohl ich denke, wenn es wirklich Leben, es halt pflanzliches, tierisches Leben gibt auf irgendeinem Planeten, irgendwo im Weltall, dann ist wahrscheinlich die Grundstruktur die gleiche. Weil das eben aus einem schwarzen Loch entstanden ist. Das heißt, eine Gesetzgebung, die reingegeben worden ist. Die Grundstruktur dieser Lebewesen. Das ist ja eine natürliche Gesetzgebung hineingelegt, nicht ist. Das wissen wir nicht. Sonst sind wir bei der Frage nach Gott. Aber das ist aus dem Nichts entstanden oder aus dem fast Nichts entstanden und hat eine bestimmte Information mitgekriegt. Mhm. Und diese Information hat uns zu Menschen gemacht am Ende. Ja. Aber ob es
auf einem anderen Planeten Menschen gibt oder Tiere gibt oder Pflanzen gibt oder etwas ganz, ganz anderes, was wir uns nicht vorstellen können. So wie wir uns eine göttliche Dimension nicht vorstellen können. Die ist jenseits unseres Verständnisses. Ja. Sogar jenseits von Einstein. Der hat das auch nicht denken können. Aber was mich jetzt mehr interessiert, wie stellen Sie für Ihre Schüler in ihrer Kugel das Weltall dar? Wird das projiziert? Ja, genau. Projiziert in Bewegung? Ja, ja. Also es ist in der Mitte, ist ein kleiner Projektor mit einem Fischaugenobjektiv irgendwie dran gebastelt. Ja. Ich sitze in der Mitte, die Leute sitzen alle um mich herum, also wir sind irgendwie recht nett, so ein bisschen so wie wir jetzt gerade. Und das bewegt sich. Und ich habe hab meinen Laptop quasi vor mir auf meinen Knien mit einem astronomischen Programm drauf, mit einer Planetarium-Software. Und die kreiert eine realistische Echtzeit-Simulation des Himmels. So ähnlich wie da hinten. Ja. Wir sehen genau. Das ja hier auf dem Schirm. Ja. Und also. es ist nicht irgendein Sternenhimmel, sondern es ist tatsächlich genau der Himmel, wie er von unserer Position auf der Erde zu einer gewissen Uhrzeit jetzt, hier und jetzt ausschauen würde. Genau. Und dann können wir auf bestimmte Objekte auch hineinzoomen, ja, und können uns natürlich einmal die Planeten anschauen. Wir können uns sogar auf die anderen Planeten im Sonnensystem setzen und uns den Himmel von dort anschauen. Der Sternenhimmel schaut nicht so anders aus, ne? Der verändert sich nicht so schnell. Und wir können irgendwie durch die Milchstraße fliegen zu anderen Galaxien. Also wir können dann so richtig das super. Universum erkunden. Und diese Fotos, die hier hinten zu sehen sind, das sind wirklich nicht bearbeitete, lustige Collagen von Künstlern, sondern das ist so sieht das wirklich aus. Es kommen einmal ein bisschen, die meisten ja. Also es kommt ganz drauf an, ja, das ja. Manche dieser Bilder sind natürlich auch schon, sagen wir mal, zusammengesetzt aus Bildern in Wellenlängen, die so am Rand unserer Sehfähigkeit liegen, ja, und sind dann ein bisschen enhanced quasi. Das sind so mehr oder weniger ähnlich dargestellt, wie sie für unsere Augen aussehen würden. Aber natürlich würde es jetzt, wenn wir da in einem Raumanzug vor diesem riesigen Nebel schweben würden, dann könnte man es so nicht erkennen. Gar nicht. Apropos im Raumanzug vorm Nebel schweben. Sie sind noch immer in einer Bewerbungsphase, von der wahrscheinlich noch nichts bekannt ist, weil sich, glaube ich, 23.000 Menschen beworben haben, um einen Flug ins Weltall tatsächlich, also um als Astronautin zu arbeiten. Ja, nicht nur einen, sondern um Berufsastronautin zu werden bei der ESA, bei der Europäischen Weltraumbehörde. Ja, genau. Also ich würde sie nehmen, wenn ich die ESA wäre, ehrlich gesagt. Was ist los? Haben die schon angerufen? Aber Insa Thiele Eich hatten wir auch vor einiger Zeit hier, die will ja auch hoch, ne? Da ist ein flotter Wettbewerb unter uns. Ja, na, es haben sich, wie gesagt, 23.000 Leute beworben. Und es ist irgendwie so, dass die ESA diesen Call nur alle so 10 bis 15 Jahre irgendwie rauswirft für neue Astronauten und Astronautinnen. Und sie suchen so 5 bis 7 Personen. Und es werden ungefähr 1.000, mehr oder weniger 1.000 Menschen werden dann zu den ersten Tests eingeladen. Das heißt, das ist mein Ziel. Ja, klar. Also wir drücken total die Daumen. Dann kommen Sie noch mal hierher vorbei. Oder Live-Schaltung nach oben zu ISS. Ja, oh, das wollen wir auch machen. Unbedingt. Ja, ganz genau. Wie der Alexander, wie heißt er? Wir sind dabei. Gerst, genau. Zu dem wurde ja auch immer geschaltet. Dann schaltet in Zukunft die Tagesthemen, nämlich zu Frau Grützbauch. Ist auch der sehr viel schönere Name tatsächlich. Meine Damen und Herren, bei den Paralympics in Tokio hat sie eine olympische Medaille gewonnen. Aber das ist nicht ihre erste Medaille, denn sie hat schon eine. Und das Besondere ist, sie hat schon eine olympische Medaille in einer anderen Sportart. Das ist selten. Warum sie vom Basketball zum Kanu gegangen ist, wird sie uns jetzt erzählen. Das hoffe ich zumindest. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Parakanutin. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Regina Müller. Liebe Lina, ich muss Sie noch eins fragen, eine Anknüpfung an Barbaras Gespräch eben. Man kommt ja auch als Sportlerin nicht so häufig nach Tokio. Als Sie dort abends mal so in den Himmel geguckt haben, sieht der Himmel über Tokio anders aus? Ja, also so richtig in den Himmel kann man, glaube ich, gar nicht blicken, weil Tokio so hell ist. So eine wahnsinnig große, helle Stadt. Also viele Sterne sieht man da nicht, aber die Stadt an sich ist so beeindruckend. Mhm. Also ich glaube, am Himmel ist man da gar nicht angekommen. Ja, aber wenn man in Tokio ist und wenn man so erfolgreich gewesen ist und wenn man so vielleicht auch mal nach oben guckt und sagt, was habe ich eigentlich erreicht? Was war der emotionalste Moment in diesem Jahr für Sie in Ihrem, Klammer auf, Sportler, Klammer zu, Leben? Puh, ja, klar, also ich glaube, durch die
Ziellinie zu fahren dieses Jahr, nach einem wirklich schwierigen Jahr, Corona-bedingt. Und es war ja lange nicht klar, ob ich meinen Sohn überhaupt mitnehmen kann. Darüber reden wir gleich, genau. Das war eine sehr belastende Phase auch für mich. Und es ist da natürlich unglaublich viel abgefallen. Ich bin da schon mit einem gewissen Druck hingefahren. Und aber am Ende hat irgendwie alles geklappt. Und als ich durch die Ziellinie gefahren bin, habe ich da rüber geblickt. Und da stand mein Sohn, da stand mein Vater. Wir sind beim Fernsehen, wir haben Bilder. Also für mich ist es wahnsinnig wichtig. Also so habe ich auch meine ganze Struktur eigentlich aufgebaut, dass ich schon von Anfang an gesagt habe, mein Sohn vor allem, der hat Priorität. Und wenn ich meinen Sport dann darum herum bauen kann, dann kann das für mich funktionieren. So. Und deswegen war es mir eigentlich schon immer wichtig, dass er in meiner Nähe ist. Und wenn man eine Sache 100% macht, dann kann man eben auf der anderen Seite auch 100% geben. Ja. Also deswegen nur kann ich, glaube ich, auf dem Wasser auch 100% geben. Und ja, und das hat dann zum letztendlichen Erfolg geführt. Ich gestrichen durch eine Eins ersetzt. Ja, das sind die Olympischen Spiele von meinem Partner und meinem Sohn, genau. Die haben sich einmal verschoben. Ja. War natürlich alles für auf 2020 ausgerichtet und geplant, aber so lässt es sich regeln. Edina, was haben Sie denn alles in Bewegung setzen müssen, damit Ihr Sohn mit kann? Also man muss sagen, Sie haben noch gestillt, glaube ich. Ne? Genau, zu dem Zeitpunkt habe ich... Zu dem Zeitpunkt, ja. Also insofern war es eine Notwendigkeit, dass Ihr Sohn dabei ist. Also Frage A, warum wollte man es nicht? Und Frage B, wie haben Sie es geschafft, dass man es doch konnte? Mhm. Also es ist einfach nicht mitbedacht worden, dass stillende Mütter dann ein Problem haben. Ne? Und dass sie dann wirklich vor einer Entscheidung stehen, daran teilzunehmen oder eben nicht. Ne? Mhm. Also dass es da wirklich geht, Familie oder Karriere, eben einen Sport weiterzumachen. Und da habe ich eigentlich gedacht, das kann nicht sein, dass wir jetzt eigentlich auch überall so weit gekommen sind. Und jetzt bei dem großen Event, bei den Paralympics oder auch bei den Olympischen Spielen ja das Gleiche, kann das irgendwie nicht möglich sein. Und das eigentliche Problem war, dass Japan einen Visastopp ausgerufen hat. Also ich konnte gar kein Visum für ihn beantragen. Diese Ausnahme wäre nur mit einer Akkreditierung möglich gewesen. Und das ging aufgrund seines Alters nicht. Das System hat es einfach nicht hergegeben, dass man eine Akkreditierung für ein kleines Kind rausgeben konnte. Ja. Es war ein langer Weg. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen Hilfe geholt. Athleten Deutschland und noch eine amerikanische Organisation, And Mother, haben da unterstützt, haben geholfen, Anträge zu schreiben, an die richtige Stelle zu bringen und auch Mütter miteinander zu vernetzen, um auch Synergien zu schaffen und zu gucken, wie können wir das erreichen und wie können wir auch eine Stimme haben, ne? Wie können wir auch uns da irgendwie zusammenfinden. Und die ersten Anträge sind auch tatsächlich abgelehnt worden, also nicht meine, aber nachdem der erste abgelehnt worden bin, habe ich gedacht, so, ich muss trotzdem meinen Antrag stellen, weil ich es wichtig finde, weil es gesehen werden muss. Und selbst wenn der auch, nicht viel Chance hätte, dann muss der auf jeden Fall an den Mann kommen oder an die richtige Stelle kommen. Und so habe ich viele Anträge geschrieben an alle möglichen Stellen. Und letztendlich war das erfolgreich. Letztendlich haben sie dann gerade, also ausschließlich, aber auch für stillende Mütter, eine Ausnahme gemacht. Sie sind ja ein Mensch, der nie aufgibt. Also Ihnen hätten die Ohren geklungen, als Barbara und ich in der Redaktionssitzung gesessen haben, haben wir wirklich nicht nur uns für Sie interessiert, das ist selbstverständlich, sondern wir haben Sie sogar bewundert. Also es hätten Ihnen die Ohren geklungen, wenn Sie dabei gewesen wären. Schade. Denn ein wichtiger Punkt, wir haben wirklich zweimal geguckt im Dossier, Sie haben ja erst vor 5 Jahren überhaupt damit angefangen, Kanu zu fahren. Ja, in etwa. 2014 habe ich angefangen. Das ist ein Jahr gut. Ja. Also, aber auf jeden Fall in wenigen Jahren sind Sie von der Anfängerin an die Weltspitze gefahren. Wie viel Training braucht es denn? Ja, viel, viel Training. Aber ich kam natürlich schon aus einem Leistungssport raus. Also ich bin 2014 noch die Weltmeisterschaft, also habe da noch die Weltmeisterschaft im Rollschuhbasketball gespielt, kam also auch aus keinem allzu schlechten Trainingszustand. Ja, aber mal konkret, Sie sind ja Sporttherapeutin in einem Hamburger Krankenhaus. Genau, im BG-Klinikum in Hamburg. Genau, und wie viel müssen, dürfen und können Sie trainieren und konnten Sie trainieren, um an diese Spitze zu kommen? Eine Frage. Ja, es ist schon einfach viel, natürlich viele Zeitstunden irgendwie, aber ich werde da zum Glück wahnsinnig unterstützt von meinem Arbeitgeber, der mich da für alle Trainings- und Wettkampfmaßnahmen freistellt. Aber natürlich ist es was anderes, ne? Vom Basketball irgendwie zum Kanu. Ich hatte schon ein bisschen Vorerfahrung, ich habe das freizeitsportmäßig gemacht und bin da auch so ein bisschen
reingerutscht wieder in den Leistungssport. Das war eigentlich gar nicht so der Plan. Ich glaube nicht, Sie sind ein Mensch, der irgendwo reinrutscht. Ich glaube, Sie haben ein Ziel und verfolgen das. Würden Sie einmal die Medaille nur hochhalten, weil die ist in dieser schönen Schatulle. Man bekommt sie in dieser Schatulle oder ist es? Ja, genau. Da, so, also in Ich packe sie mal aus, das ist noch eine Schatulle in der Schatulle, damit, weil die nämlich auch besonders schön ist, die Schatulle, muss ich sagen. Ja, und da ist sie das nun. Das ist ja aber auch ein Ding, sag ja. mal. Ja. Also ich finde sie auch besonders schön, muss ich sagen. Jetzt muss man sagen, das auch, behalten Sie die ruhig so ein bisschen in der Hand, weil es einfach ein schönes Bild ist. Das waren Ihre vierten Paralympics. Ja. Sie haben mit einer anderen Sportart begonnen, nämlich mit dem Basketball, und sind dann gewechselt zum Kanu. Erstmal warum? Ja, das hatte persönliche Gründe, dass es einfach nicht mehr gepasst hat mit Trainer und Team. Also auch gar nicht, es war einfach an der Zeit, damit aufzuhören. Ich glaube, man braucht immer so ein Brennen, so ein Kribbeln irgendwie dafür, und das war nicht mehr da. Also im Nachhinein muss ich sagen, war das genau die richtige Entscheidung. Es ist ja nicht immer einfach, da den richtigen Zeitpunkt irgendwie zum Absprung zu finden. Sie haben Gold gewonnen, das war der richtige Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall das macht, der richtige Zeitpunkt. Und es ist auch so, für die neue Sportart hat mir das wahnsinnig viel geholfen. Ich habe einfach für mich, für meinen Körper, für wie ich Sport mache, da aus viel Erfahrung schöpfen können, was ich brauche. Und der, dieser Einzelsport im Leistungssport ist mir da irgendwie sehr entgegengekommen, weil ich dann ganz individuell an mir arbeiten konnte. Und da ist Liam, Ihr Sohn, unmittelbar beteiligt, ob er will oder nicht. Wie viel Zeit ist vergangen zwischen der Geburt von Liam und Ihrem Trainingsbeginn? 7 Wochen sind vergangen. Ja. Das ist natürlich immer in Absprache mit meiner Ärztin gewesen, mit meiner Ärztin gewesen. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich da gleich wieder volle Pulle, sondern ich war das erste Mal wieder auf dem Ergometer, habe wieder angefangen, mich auch gezielter zu bewegen. Bewegt habe ich mich sowieso die ganze Zeit. Da kommen ja auch immer ein paar glückliche Umstände zusammen. Ich hatte eine super Schwangerschaft, ich konnte mich ganz lange fit halten. Ich hatte, glaube ich, 7 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Die waren eigentlich nach der Geburt wieder weg. Das sind alles noch so Sachen, um die ich mich nicht mehr kümmern musste danach. Und mein Körper hat das einfach alles gut angenommen. Also ich habe mich einfach wohl dabei gefühlt. Ich wollte mich wieder bewegen und habe mich dann wieder auf den Ergometer gesetzt, und es ging so langsam los. Also das erste Mal ist es sicher so, dass man denkt, oh Gott, das wird nichts, weil es einfach schwer ist, klar, wieder irgendwie wieder anzufangen und wieder einzusteigen. Aber gerade wie die Saison so verlief, wurde das immer besser, und ich bin da zum Schluss noch mal richtig explodiert am Ende der Saison und bin ja im August, im Anfang September da Vize-Weltmeisterin geworden. Das konnte ja auch keiner erwarten. Also mir. Und wenn man. Lina, wenn Sie mir erlauben, das konnte schon gar keiner erwarten, wenn man weiß, welche Voraussetzungen Sie in Ihrer Jugend, in Ihrem jungen Leben angetroffen haben. Wenn Sie da heute sitzen und denken zurück an die Zeit, Sie waren 16, Sie waren schon immer eine begeisterte Sportlerin, auch als junges Mädchen. Und natürlich fragt sich die ein oder andere Zuschauerin, der ein oder andere Zuschauer, warum sitzt sie im Rollstuhl? Und es ist zunächst mal tragisch. Sie waren wegen einer leichten Verletzung sind Sie zum Arzt gegangen mit 16 Jahren. Und also eigentlich nur wegen Rückenschmerzen zum Arzt gegangen. Und das ist eigentlich beim Einrenken passiert. Da ist so ein kleines Blutschwämmchen bei mir im Rückenmark verletzt worden, was dann geblutet hat und natürlich selber auf die Nerven gedrückt hat, und dann noch das Blut, was runterläuft, das kann nirgendwo hin und hat einen Überdruck erzeugt und dann auch noch mal auf die Nerven gedrückt. Aber das war auch so ein bisschen eine Verkettung unglücklicher Umstände. Also das hat eigentlich zur Querschnittlähmung geführt. Aber als ich ins Krankenhaus kam, war an dem Abend kein Neurochirurg da. Der war dann am nächsten Tag da und hat gesagt, das hätte ich gestern Abend noch operiert. Also das waren alles einfach so ein paar Sachen, die dann zur eigentlichen Querschnittlähmung geführt haben, aber die, ja, wie soll ich sagen, wirklich einfach unglücklich waren. Sie erzählen mir das ja lächelnd. Also Sie haben, ich interpretiere, dass Sie keinen Groll hegen. Denn natürlich waren es zwei ärztliche Kunstfehler hintereinander, kann man das so sagen. Und wenn Sie jetzt das so lächelnd erzählen, dann beweist das ja enorm viel Souveränität und auch viel, ich benutze mal ein altmodisches Wort, viel Tapferkeit.
Gut, aber das ist natürlich auch einfach ein langer Weg bis hierher, wo ich heute bin. Ne? Also da ist viel passiert. Was hat Ihnen am meisten geholfen in der Zeit? Ja, wollte ich gerade nur sagen, wenn wir von Voraussetzungen sprechen, von Voraussetzungen, die ich früher hatte. Ich war da einfach auch wahnsinnig nicht eingebunden in ein sicheres System. Also ich habe, meine Mutter war alleinerziehend, aber die war eine Person, auf die ich mich also bis heute einfach 100% verlassen kann. Ne? Also ich hatte da eine wahnsinnig sichere Basis, von der ich ausgehen konnte. Mhm. Also ich kann sagen, ich habe in meiner Jugend, in meinem Leben eigentlich noch nie Angst gehabt, wenn neue Situationen auf mich zukamen. Irgendwo hinzureisen, da komme ich hin, im Hotel gibt es meine Buchung nicht, ich muss irgendwo anders hin. Also das macht mir alles keine Angst, weil ich immer das Gefühl habe, es geht irgendwie weiter. Und das hat sich, glaube ich, so durch mein ganzes Leben gezogen, was ich so von zu Hause mitbekommen habe. Ich glaube, immer wenn man irgendwas macht, dann öffnen sich auch neue Türen. Ja. Sie haben unmittelbar nach der Verletzung, glaube ich, oder nach, helfen Sie mir, mit Basketball angefangen, mit Rollstuhl-Basketball. Mhm. Welche Rolle hat das gespielt auf dem Weg zurück ins Leben sozusagen? Also einmal im Krankenhaus selber. Ja. Also es hat vielleicht auch so ein bisschen meinen Berufswunsch geebnet, so ein bisschen. Er hat so die Sporttherapie mir eigentlich am meisten geholfen. Das war so die Therapie, wo ich eigentlich immer schon drauf gewartet habe am Tag. Und daraus gehend wusste ich einfach, ja, ich möchte auch wieder körperlich aktiv sein. Ja. Ich möchte wieder was machen. So. Und habe mich dann in verschiedenen Sachen auch ausprobiert. Ich habe mit Sitzvolleyball angefangen, was jetzt für meine Behinderung nicht so das Richtige war, aber einfach, um das wieder irgendwie auszuprobieren, übers Rollstuhltennis und bin dann eigentlich am Rollstuhlbasketball hängen geblieben. Ich komme ja auch selber aus einer Mannschaftssportart, also aus dem Volleyball, und da war das vielleicht auch irgendwie naheliegend, irgendwie nochmal eine Ballsportart, und dann entwickelt das natürlich eine Dynamik. Ne? Man trifft da Leute, die vielleicht die gleiche Behinderung haben, eine ähnliche Behinderung haben. Es ist eine sehr inklusive Sportart. Man kommt ins Gespräch und klar entwickelt das eine ganz eigene Dynamik und hilft einem natürlich auch im eigenen Verarbeitungsprozess. Was ich so interessant finde, aus meiner Sicht, wenn man so ein Schicksal bewältigen muss, sucht man ja die Mannschaft. Die sagen ja auch, das ist, man trifft andere. Wenn Sie jetzt in einer Einzelsportart ja sind, da ist man ja ein bisschen einsamer. Empfinden Sie das als einsamer oder brauchen Sie gar keinen mehr? So. Also das hat alles Vor- und Nachteile, aber ich empfinde das jetzt gar nicht als einsam, weil man muss schon immer auch sehen, dass da auch hier jetzt ein wahnsinniges Team dahinter steht. Mhm. Also da ist natürlich mein Heimtrainer, mit dem ich einfach eine wahnsinnig enge Bindung habe, und mein Bundestrainer, mein Mannschaftsarzt, der Physio, vielleicht ein Mentaltrainer, die Leute, die Bootstechniker, also da sind so viele Leute beteiligt, so viele Teammitglieder eigentlich. So am Ende kommt einem das nicht so vor wie eine Einzelsportart. Ja. Noch meine Teammitglieder, die mit denen ich mich natürlich reibe, mit denen ich mich messe, mit denen ich viel Zeit verbringe. Ich weiß, was Behinderung heißt aus dem erweiterten Familienkreis sehr genau. Und ich weiß, dass Deutschland schon eine ganze Menge tut. Aber ich weiß auch, es ist immer noch Luft nach oben. Was wünschen Sie sich? Wo könnten wir besser werden? Wo könnten wir mehr den Erfordernissen von körperlich behinderten Menschen entgegenkommen? Ich glaube, wichtig ist, dass die Leute, die es betrifft, auch in Positionen kommen, wo sie mitentscheiden können, um gerade solche Sachen zu sehen. Es geht nicht immer jetzt um eine einzige Stufe, die nicht barrierefrei ist, sondern ich glaube, wir müssen das viel größer sehen. Ich glaube, gerade wenn wir über eine diverse Gesellschaft sprechen, dann muss sich das auch abzeichnen in Präsidien, in Verbänden, in der Politik. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Menschen, zum Beispiel dass Menschen mit Behinderung ist da eben nur ein Beispiel, auch in Positionen können, wo sie mitentscheiden können. Ja. Jetzt hat die Anne Fleck ja vorhin gesagt, dass das Heilen von Menschen ein höchst individueller Prozess ist und man kann auch Menschen mit ähnlichen Krankheiten nicht über einen Kamm scheren. Wenn Sie Menschen wiederum betreuen mit einem Handicap, da ist es ja eine ähnliche Situation. Der eine reagiert so, die andere reagiert so. Gibt es dennoch Menschen, jetzt auch im Hinblick, dass uns vielleicht Menschen zuschauen,
die ähnliche Themen haben in ihrer Familie und ihrem Umfeld. Gibt es etwas, wo Sie sagen, dieser Tipp, diese Empfehlung, die greift immer über das Individuelle hinaus? Also ich versuche natürlich auch den Patienten, um meinen Patienten da abzuholen, wo er gerade ist. Also es ist, ich habe eine erfolgreiche Karriere hinter mir, aber das ist gar nicht das, wo der Mensch im Moment gerade ist, sondern da sind ganz andere Ängste, ganz andere Herausforderungen irgendwie präsent. Was ich denen versuche irgendwie mitzugeben, ist, sich wieder auszuprobieren. Also man muss irgendwas finden, finden, was einen wieder begeistert, was einen wieder packt. Klar ist, mein Steckenpferd fährt irgendwie der Sport, aber das kann alles sein, das kann was Künstlerisches sein. Also mach was, Gera. Wann geht's aufs Wasser wieder? Morgen früh nicht, aber ich war auch schon wieder auf dem Wasser. Ja. Aber wirklich nur im Moment ist es eher so ein bisschen den Kopf freikriegen, ein bisschen wieder das Wasser auch genießen. Ne? Also man hat schon einfach immer viel Spannung und viel Druck. Und jetzt geht es einfach darum, auch einfach wieder Spaß an der Sache zu haben. Das halte ich jetzt fest, Ilan Möller. Sie sind in den nächsten Tagen und Wochen damit beschäftigt, das Wasser wieder zu genießen. Was für ein schönes Schlusswort. Ilan Möller, herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Können wir einfach nur sagen, my next guest needs no introduction. Ladies and Gentlemen, Reinhold Messner ist bei uns. Ich frage mich gerade, als ich Elina zugehört habe, die so großartig geredet hat, hast du auch mal an einem Punkt in deinem Leben gedacht, wow, jetzt muss ich mich bewegen, sonst geht's nicht weiter, weil du Angst hast, weil du traumatisiert warst, weil du verletzt warst? Also, ich habe zwei Momente der Verletzung erlebt, aber natürlich nicht in dieser Dimension. Mhm. 1970 bei meiner ersten 8000er-Expedition habe ich mir ja die Füße erfroren. Und zwar so schlimm erfroren, dass 7 Zehen amputiert werden mussten. Mhm. Dazu ist mein Bruder gestorben unter einer Lawine. Das war mein Tiefpunkt in meinem Leben. Mhm. Und es war klar, ich kann nie mehr so felsklettern wie vorher. Ich war vorher bis 1970, das ist lange her, ein extremer Felskletterer. Mhm. Meine Leidenschaft war das Klettern an großen Wänden, senkrechten, überhängenden Wänden, neue Routen suchend oder auch Alleingänge machend. Und ich war überzeugt davon, dass ich das noch steigern kann. Mhm. Dann kam eben diese Expedition. Das Höhenbergsteigen ist etwas ganz anderes als das Klettern am schwierigen Fels. Ja. Ich erfriere mir die Füße, ich komme mehr tot als lebendig zurück. Meine Eltern, meine Brüder, meine Freunde drängen alle, lass diese Bergsteigerei für ewig. Du kannst es eh nicht mehr. Und ich bin dann auch in ein ganz normales, bürgerliches Leben zurückgekehrt. Ich habe wieder Lehrer gemacht, eine Zeit lang, und habe mich nach etwa einem halben Jahr entschieden, zu meiner Leidenschaft zurückzukehren, zum Abenteuer. Und weil ich eben nicht mehr gut felsklettern konnte, bin ich Höhenbergsteiger geworden. Und das, wie wir wissen, ist ja dann noch mal ganz gut gelaufen eigentlich. Ich habe 17 8000er bestiegen als Invalide. Ich habe nie darüber geredet, dass ich Invalide bin. Es hätte sich höchstens gelohnt. Es hätte sich höchstens gelohnt, den Invalidenschein zu bekommen, den ich bekommen würde, wegen der Parkerei. Man kann schneller parken in der Stadt. Ja, und das spielt übrigens bei der Besteigung des Mount Everest wahrscheinlich inzwischen eine große Rolle, weil seit du da das letzte Mal warst, ist ja viel passiert. Inzwischen kann man wahrscheinlich mit dem Auto bis auf die Hälfte des Berges irgendwie hochfahren, oder? Also mit dem Auto geht's nur so eine Woche vor dem Basislager. Aber die meisten fliegen heute mit dem Hubschrauber ein. Okay. Das Basislager. Wir werden gleich noch darüber sprechen, wie viel sich auf Mount Everest geändert hat. Vorher muss ich noch einmal ganz kurz mit dir über eine einzige Sache sprechen, die du offensichtlich nicht kannst, nämlich schwimmen. Stimmt es? Ich kann nicht schwimmen. Brauche ich in meinem Leben nicht. Stimmt, das ist total richtig. Dann finde ich auch keine weitere, keine Energie darauf verwenden, oder? Nein, ich habe es natürlich versucht, aber ich bin aufgewachsen in einem Tal, da gab es kein Schwimmbad, keinen Fußballplatz. Das ist auch der Grund, warum ich Kletterer geworden bin. Ich wollte aus diesem Tal hinausschauen, ob es irgendwas anderes gibt als diese Enge. Schwimmen ist gar nicht schwer. Das glaube ich schon, aber vielleicht bin ich eben nicht ein Wassermensch. Ja, wahrscheinlich nicht. Und ich war ein guter Skiläufer und habe das Skilaufen auch zurückgesteckt, um nicht vor einer Expedition mich zu verletzen und damit die Expedition in den Schnee zu setzen. Zu riskieren, ja. Du bist von ganzem Herzen Alpinist. Und jetzt unterscheidet man
die traditionellen Alpinisten und man unterscheidet die, wie nennt man denn die modernen, die Bergjuppies? Nein, überhaupt nicht. Die traditionellen Alpinisten und die, die eben heutzutage klettern und sehr viel Hilfen in Anspruch nehmen können natürlich, weil die Technologie sich so weit entwickelt. Das Ganze ist eine philosophische Frage. Der Alpinismus beginnt vor 250 Jahren, plus minus, mit der Aufklärung und mit der Industrialisierung. Vorher hatte der Mensch andere Sorgen. Kein vernünftiger Mensch ist vor 250 Jahren auf die Berge gestiegen. Das Ganze ist auch eine Dekadenzerscheinung. Das muss nicht sein. Es ist unnütz. Aber es kamen dann eben vor allem die Engländer am Beginn mit ihrer kolonialistischen Lebenshaltung, die Gipfel der Alpen erobern wollten. Und daraus ist der Alpinismus entstanden. Mhm. Am Beginn geht es nur darum, die schwierigsten und höchsten Berge der Alpen, das sind ja kleine Berge im Verhältnis zu den Anden oder zum Himalaya, zu erobern, als erster am Gipfel zu stehen. Und da gab es keine andere Disziplin. Dann kam eine zweite Phase, als diese Gipfel alle erklettert waren, das Matterhorn, der Mont Blanc und das Weißhorn oder wer auch immer. Dann haben junge Kletterer angefangen, schwierigere Wege auf die bereits bestiegenen Gipfel zu finden, zu suchen und zu finden. Mhm. Die zweite Phase nenne ich Schwierigkeitsalpinismus, weil der Weg im Mittelpunkt steht. Also der Weg wird das Ziel. Mhm. Die erste Phase nenne ich Eroberungsalpinismus. Mhm. Dann kamen die nächsten, noch verrückter als die vorletzten. Die haben gesagt, nicht nur schwieriger Weg auf die bereits bestiegenen Gipfel, sondern mit immer weniger Ausrüstung. By fair means haben die Engländer das genannt. Mhm. Also mit fairen Mitteln. Mhm. Also keine Bohrhaken, keine Bergführer, natürlich keine Hubschrauber, die gab es gar nicht. Und diese Entwicklung hat sich dann in den Anden, im Kaukasus, im Himalaya wiederholt. Im Himalaya erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Vorher ist es niemand gelungen, einen Achttausender zu besteigen. Das muss man sich vorstellen. 55 Jahre lang haben die besten Bergsteiger der Welt versucht, die Achttausender zu besteigen. Ist nicht gelungen, weil das Know-how fehlte. Die Ausrüstung nicht adäquat war. Erster Krieg hat die Ausrüstung dann so, ja, traurig, das ist geschaffen. Das ist Nylon und so weiter. Ja. Und jetzt, seit 30 Jahren, hat sich das Bergsteigen revolutionär verändert. Erstens ist es global geworden. Heute gibt es Bergsteiger, Kletterer in Südafrika, in Israel, überall in Asien. Früher gab es die nur im Alpenraum und vor allem in England, bisschen in Japan und später dann in Amerika auch. Aber angefangen hat das um die Alpen herum hauptsächlich und aus England kommend ursprünglich. Und lange Zeit, bis vor 30 Jahren, konnte man sagen, die führende Nation im Alpinismus sind nach dem Zweiten Weltkrieg die Franzosen und dann waren es wieder die Engländer. Heute gibt es das alles nicht mehr. Aber es gibt heute sehr viele Disziplinen. Mountainbiker, die auf diesen Alpenpässen herumfahren und um die Wette fahren. Es war bei Olympia nicht, das Klettern war nicht bei, ich glaube, nicht bei beim versehrten Sport, ja. Aber es war bei Olympia, ja. Ganz ja. Normal, erstmals Klettern. Mhm. Haben Sie es zufällig gesehen? Nein. Es hat kaum jemand gesehen, denn es wurde in die Nacht verbannt, weil es nicht so spannend war. Okay. Man ist an einer 15 Meter hohen Plastikwand hinaufgerannt wie ein, ja, wie ein ja. Irrer. Affenartige Verhaltensmuster. Ich sage das nicht böswillig. Nein. Ist ein großartiger Sport, aber hat mit Alpinismus nichts zu tun. Der Alpinismus findet nur in der Wildnis statt. Und zwar dort, wo es wirklich gefährlich ist. Wo man umkommen kann. Ja. Und dann gibt es eben diesen Tourismus an den 8000ern am Everest. Gehen die Sherpas, die einheimischen Führer, einen Monat bevor die Zeit für die Gipfelbesteigungen da ist, vor Ort. 100 Männer arbeiten einen Monat lang an einer Piste, an einem Weg vom Basislager bis zum Gipfel. Das ist ein harter Einsatz, das ist Wegbau, das ist Laborarbeit, würden die Engländer sagen. Und auf dieser Piste, wo dann Sauerstoffdepots sind, wo Lager sind, Köche sind, Ärzte sind, Bergführer sind. Da kommen dann ambitionierte Zahnärzte und wollen es noch mal wissen. Dann gehen ja Hundertschaften auf den Gipfel hinauf und runter. Das ist Tourismus. Mhm. Der Tourist braucht eine Infrastruktur. Ja. Können es Hotelzimmer oder einen Weg oder eine Straße, wo er mit dem Auto rumfährt. Der Alpinist meidet die Infrastruktur. Er geht dorthin, wo es keine Infrastruktur ist und wo keine anderen sind. Und geht in Eigenregie ins Gebirge, und zwar dorthin, wo wirklich Steine runterfallen können, ja. Wo wirkliche Stürme auftauchen können, nicht in der Kletterhalle wie bei Olympia. Und wir tun etwas, was völlig widersinnig ist.
Wir gehen dorthin, wo wir umkommen könnten, um nicht umzukommen. Ein vernünftiger Mensch wird jetzt sagen, Herr Messner, wenn Sie wirklich nicht umkommen wollen, dann bitte gehen Sie nicht dorthin. Aber dieses Nicht-Umkommen ist nur dann eine Kunst, weil man wirklich umkommen könnte. Ja. Das ist eine Kunst. Die Kunst des traditionellen Alpinismus ist, zu überleben in der schlimmsten Wildnis dieser Erde. Und du auch noch mit der ABCD-Regel. Das heißt, du hast dir niemals irgendwelche... Also für dich war es das Schönste, wenn du überhaupt keine Hilfsmittel hattest. Wofür steht ABCD? Also, das ist Englisch und heißt No Artificial Oxygen. Okay. Kein künstlicher Sauerstoff. Mhm. No Bolts, das sind Bohrhaken. Mhm. Wenn ich Löcher in die Wand bohre mit einem heutigen Elektrobohrer, früher mit dem Schlagbohrer, und einen Bolzen reinschlage und einen Meter drüber wieder und dann nochmals und eine Strickleiter einhänge, dann kann ich jede Wand klettern. Die kann doch so überhängend sein. Das ist dann wieder Leberarbeit, aber nicht Klettern. Mhm. Klettern heißt, mit den menschlichen Fähigkeiten zurechtzukommen und dann Griffen und Tritten eine Wand hochzugehen. Mhm. Natürlich machen wir normalerweise das mit einer Sicherung. Mhm. Das heißt, wir haben einen Kameraden, der das Seil bedient und wenn einer vorne fällt, was zum Klettern dazugehört, bleibt er im Seil hängen. Aber die besten Kletterer der Welt, ein Alexander Huber, ein Hunold in Amerika, die haben 1000 Meter hohe Wände geklettert ohne nichts. Ich weiß, ja. Gar nichts. Ja. Es gibt einen Film, der hat den Oscar gewonnen, Solo von Hunold. Und ich habe viele Sologänge gemacht in meiner Jugend in den Dolomiten. Ein anderes Beispiel. Je weniger ich brauche, umso weniger Ballast habe ich. Also der Verzichtsalpinismus ist meine Unterlage, mein Erfolgsmodell. Ja, also A haben wir, B haben wir, was ist C? C, no communication. Keine Kontakte mehr. Jetzt würde ich doch gern abgeholt werden. Ja. Das gab es nicht früher. Okay. Aber heute gehen 99% der Kletterer, der alpinistischen Kletterer, in die Wand mit dem Handy und rufen im Notfall den Helikopter. Das ist eine ganz andere Welt, als zu wissen, ich bin ganz auf mich allein gestellt. Das heißt, diese Auseinandersetzung des Menschen mit einer Welt, wie sie war vor der Menschenzeit, gibt uns Einblicke, die man sonst nicht haben kann. Ja, klar. Und das stärkste Erlebnis, das man haben kann, ist das Nahtoderlebnis. Das heißt, den Tod nicht von der Schippe zu springen, sondern zu erfahren, dass das Sterben zum Leben gehört. Und wer erfahren hat, dass der Tod dazugehört im Leben, der kann viel intensiver leben, weil er sich einordnet in dieser winzigen Zeitspanne, die er oder sie zur Verfügung hat. Mhm. Wir Menschen sind da draußen ein Nichts. Wir sind verloren, wir sind, und so fühlen wir uns auch. Nicht gerade wie auf einem fremden Stern. Aber du bist ja dann eben nicht verloren, wenn du auf dich selbst gestellt bist, weil du dazu bereit bist und auch dazu willens und in der Lage, all das, was in dir steckt, natürlich auch konzentriert dann anzuwenden. Während wenn man natürlich immer so eine Fallback-Situation in seiner Tasche hat, sprich ein Handy oder ein Seil oder ein Haken, dann ist man vielleicht auch nicht so konzentriert, wie man konzentriert ist, wenn man halt nichts hat und nur auf sich gestellt. Und das Ganze hat ja auch einen praktischen Hintergrund und auch einen monetären Hintergrund. Jede Expedition kostet Geld. Meine erste 8000er-Expedition, bei der ich Teilnehmer war, ich habe einen kleinen Teil mitfinanziert, aber gemacht hat das ein Expeditionsleiter, der die Expedition auf die Beine gestellt hat. Wir waren 18 Mann, wir hatten 9 Tonnen Ausrüstung und wir brauchten etwa 3 Monate, um den Nanga Parbat über die Südwand zu durchsteigen. Anschließend beim Abstieg kamen meine Erfrierungen. Ich habe 8 Jahre später, inzwischen hatte ich viel gelernt, den gleichen Berg bestiegen, über eine neue Linie, allein, mit 60 Kilogramm Expeditionsgepäck und nicht einer halben Million Budget, sondern 5000 Euro Budget. Und das war mein Erfolg. Ich habe durch diese abgespeckten Expeditionen viel mehr Expeditionen machen können als andere. Damit habe ich einen Erfahrungsvorsprung gekriegt. Darum ging es in erster Linie. Ich konnte mir das Scheitern leisten, weil nicht so viel Geld auf dem Spiel stand. Und konnte damit näher an die Grenze des Machbaren herangehen. Und die Grenze verschieben wir ganz langsam. Weil sonst wird es zu gefährlich. Die Kunst in der ganzen Sache ist, das zu überleben. Und weil ich eben einer, nicht der wenigen, einer der Überlebenden bin und ein bestimmtes Alter erreicht habe, habe ich mit meiner Frau knapp vor der Pandemie ein Start-up gegründet mit 75 oder 76
Und wir wollten dieses traditionelle Bergsteigen um die Welt tragen. Mhm. Und habe dann am Beginn der Pandemie gesagt, jetzt kann man gar nichts mehr machen, jetzt mache ich mir eine Struktur, indem ich das Buch dazu schreibe. Mhm. Und dann haben wir zusammen in Brainstorming diesen Titel erfunden, zwischen Durchkommen und Umkommen. Und genau das ist es. Darin liegt die Faszination. Und jeder normale Mensch, der nicht bergsteigt, wird sagen... Ja, weil die Männer da draußen, die kaufen doch so gern Ausrüstung. Bevor die eine Sportart anfangen, und auch die Frauen natürlich, gehen die erstmal los und kaufen sich eine Nylonjacke und das ist atmungsaktiv und Ding und so. Du rätst also dazu, gute Ausrüstung am Körper, aber jetzt aber so auch wenig, nicht so viele Extras. Ja, so wenig. So wenig wie möglich. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mit wem also klar, du hast es gemacht mit 5.000 Euro und wenig Budget und du hattest keinen Druck, aber kannst du, mit wem unterhältst du dich eigentlich darüber, was du wirklich erlebt hast? Ich meine, wir sitzen jetzt hier und sagen, mein Wahnsinn, 17.000, 8.000, unglaublich. Aber von uns kann ja gar keiner wirklich nachvollziehen, was du da gemacht hast. Und selbst Fotos können das ja und Filme können das nicht rüberbringen, in welchen Situationen du dich befunden hast. Es gibt ja nur drei Leute auf der Welt wahrscheinlich, mit denen du dich wirklich auf Augenhöhe unterhalten kannst. Nein, oder? Es ist interessant. Ich bin ja auf Vortragsreise, nicht heute und nicht morgen, aber übermorgen. Und da kommen zu meinen Vorträgen in Wien jetzt 1.800 Leute. Also die Leute kommen, das sind Leiden. Und ich glaube, dass ich in der Lage bin, die Geschichten so zu erzählen, dass sie auch jene verstehen, die nie etwas Höheres als einen Barhocker bestiegen haben. Ja. Und das ist die Kunst des Erzählens. Dass du der beste Geschichtenerzähler von allen Menschen bist, das ist absolut klar. Aber trotzdem, das kann ja niemand so richtig verstehen. Was war für dich, warum hast du es gemacht? Hast du auch mal gedacht, jetzt komme ich zurück und dann, es gibt Ruhm, es gibt Geld, es gibt Anerkennung. Was war für dich die Währung, warum du es gemacht hast? Also ich glaube, dass kein einziger traditioneller Bergsteiger startet mit der Idee, ich werde damit berühmt, ich werde damit reich. Wie nutze ich das anschließend aus? Sondern wir starten alle mit der Herausforderung, geht das oder geht das nicht? Mhm. Deswegen auch der Blick zurück zur letzten Generation. Der Motor, das Ganze weiterzumachen, besteht darin, dass wir versuchen, das, was die Generation vor uns, jetzt bin ich ja Generation vor den Jungen, als unmöglich erklärt hat, möglich zu machen. Mhm. Und ich habe einige Sachen für unmöglich erklärt, wie zum Beispiel den Sologang von Hunold am El Capitan. Das hätte ich vor 30 Jahren klipp und klar gesagt, wird nie gemacht, ist nicht möglich. Das ist zu riskant. Er hat es getan. Und es wird weiter so gehen. Er wird eines schönen Tages sagen, diese Wand ohne alles ist nicht möglich. Und jemand wird es tun. Denn wir Menschen haben diesen Drang, immer uns weiter zu entwickeln. In diesem Fall in die Nutzlosigkeit hinein. Aber wir machen uns das selber sinnvoll. Und das ist vielleicht ein zweiter Grund, warum Leiden fasziniert sind und es trotzdem nicht ganz verstehen. Mhm. Es ist nutzlos, aber wir machen es uns sinnvoll. Die Sinnhaftigkeit und die Nützlichkeit sind völlig verschiedene Werte. Und wenn ich mit der Nützlichkeit, also Gedankennützlichkeit, in eine große Wand gehe, dann bin ich sehr gefährdet. Ja. Wenn ich nur hineingehe, weil ich begeistert bin, weil ich eine Idee habe, die ich umsetzen will, dann habe ich eine gute Möglichkeit, das auch zu überleben. Mhm. Im Grunde nochmals eine wichtige Erkenntnis in diesem Zusammenhang. Wir haben Ideen. Das Ganze beginnt im Kopf. Wir sehen eine Wand und lesen aus dieser Wand heraus, so könnte man hinaufklettern. Da schauen wir uns die vielleicht im Winter an, da liegt Schnee, da sieht man nochmals die Rauigkeiten, wo man klettern könnte. Und wir tun nichts anderes als Ideen umsetzen. Dabei unternehmen wir etwas. Wir sind nicht klassische Unternehmer, die mit Einnahmen und Ausgaben rechnen, sondern mit möglich oder unmöglich. Mhm. Und während dieses Tuns, während des Umsetzens, entsteht gelingendes Leben. Mhm. Im Hier und Jetzt. Und das bedeutet, dass wir glücklich sind, ohne es zu wissen. Hatten Sie je Angst vorm Tod? Ja, ich habe Angst vor dem Tod, wie alle anderen Leute auch. Aber nicht vor dem Tod, sondern vor dem Sterben. Ja. Aber wenn der Sterben nicht mehr ausweichbar ist, also wenn ich dem Sterben nicht mehr ausweichen kann, dann ist das Ganze das einfachste Ding der Welt. Man lässt sich in den Tod fallen. Das ist meine Erfahrung. Also ich bin bisher rausgekommen. Wir haben ja einen Selbsterhaltungstrieb, der uns bis zuletzt, solange ein bisschen Energie in uns steckt, und das Glykogen in der Leber trägt über Tage hinweg, können wir
weitermachen. Wenn die Energie aufgebraucht ist bis zuletzt, dann lässt sich der Mensch, das glaube ich generell so, einfach in den Tod fallen. Aber er weiß, auch wenn er nicht gestorben ist und herauskommt aus dieser Nahtoderfahrung, dass der Tod zum Leben gehört. Und wir, unsere Gesellschaft, hat den Tod weiter und weiter und weiter an den Rand gedrängt. Als ich ein Kind war in einem Bergbauerndorf in Südtirol, sind wir Kinder immer mit den Toten zum Friedhof gegangen. Das heißt, hoch oben am Berg hat ein Bauer sein Leben ausgehaucht. Dann wurde er im Winter mit dem Pferd und dem Schlitten heruntergebracht in der Bahre. Und überall sind die Leute dazugekommen. Am Beginn waren es 20 und dann waren es 50 und haben ihn zu Grabe getragen, beziehungsweise hinter dem Sarg hergebetet. Und dann wurde er ins Grab gelegt. Ich war ein solcher Knirps und habe zwischen den Männern, zwischen diesen großen Männern Beinen gestanden. Und das Sterben, der Tod, war eine Selbstverständlichkeit. Der gehörte dazu. Heute werden die Toten versteckt, die verschwinden irgendwo. Ja, man sieht ab und zu ein Auto, das einen Sarg durch die Münchner Innenstadt fährt. Aber das ist alles. Und das ist ein großer Fehler. Der Tod war früher eine wesentliche Erfahrung für die gesamte Gesellschaft, wenn in einer Gegend eben ein Toter zu beklagen war. Ich kann das nur bestätigen, auch in der ärztlichen Praxis. Das Thema Tod, dass es zum Leben dazugehört, wird komplett tabuisiert von uns allen, von der Gesellschaft. Und wie erleichtert Menschen sind, wenn man sie auf dieses Thema irgendwie hinführt und ihnen die Chance gibt oder mal die Frage stellt, wie sieht's denn aus? Weil so viele Symptome, auch Lebensmuster, sind genau hinter dieser Frage versteckt. Und ich glaube, man muss jetzt nicht auf ein K2 krabbeln. Also ich könnte es nicht und ich habe ihre Bücher als Kind geliebt. Ja. Aber sich diese Frage zu stellen, und das kann ja sogar was sehr Versöhnliches sein, dass man weiß, irgendwann ist diese Show hier zu Ende, die Sendung ist mal zu Ende. Und das gibt einem ja auch die Kraft, hier und in jetzt das Beste draus zu machen. Ja. Und dieses Buch jetzt, ja? Dieses, ja. Zwischendurch kommen und umkommen. Soll endgültig festlegen, was ist die Haltung des traditionellen Alpinismus zu den Bergen. Es geht um die Haltung, die im Laufe von 250 Jahren entstanden ist, die sich gewandelt hat natürlich. Ja. Das ist auch nicht eine statische Angelegenheit. Nein. Und es soll vor allem sagen, das andere ist was anderes. Es ist Tourismus, akzeptabel, es ist Sport, sogar ein großartiger Sport. Heute klettern 90% der Menschen in der Halle und sie haben recht, dort ist es warm, dort kann man nicht runterfallen. Ja. Alles richtig. Aber das, was traditioneller Alpinismus ist, darf nicht untergehen. Das darf nicht untergehen. Und dafür haben wir heute Abend mehr als ein deutliches Plädoyer hinaus in die Welt geschickt. Es ist schon wieder eigentlich eine große Freude, zugleich aber auch eine kleine Katastrophe, weil ich wollte ungefähr noch 500 andere Sachen fragen und wissen und jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Du musst einfach wiederkommen. Reinhold Messner! Barbara, ich habe das Gefühl, wir bleiben irgendwie bei Kämpfern, die ins Leben verliebt sind, die ins Gelingen verliebt sind. Was ja schön ist. Als Teenager begann er eine Fußballkarriere bei keinem anderen Verein als bei der Eintracht in Frankfurt und wurde zum Publikumsliebling des Vereins. Eine Kämpfernatur, aber eben eine Kämpfernatur nicht nur auf dem Platz. Er war ein großartiger Fußballspieler, sondern auch eine Kämpfernatur im privaten Leben. Er bekam eine eine schlimme Diagnose, nämlich Hodenkrebs und hat diesen Krebs besiegt und ist nach nur einem Jahr nach der Diagnose, wenn wir richtig nachgerechnet haben, wieder mehr oder minder auf dem Fußballplatz gewesen. Wir freuen uns darauf, dass der Fußballspieler Marco Russ uns die Ehre gibt. Herzlich willkommen. Und wir wollen ihn auch erstmal in einem kleinen Film vorstellen. Bitteschön. 5, 4, 3, 2, 1, seins. Und zwar sein Traum. Der Hanauer Ballkönig träumte schon in jungen Jahren von Plakaten und Pokalen und kickte sich mit dem Ziel vor Augen früh in die erste Liga der Fußballstars. Seit Mitte der 90er spielte der Hessener Händehoch-Fan für seine Eintracht Frankfurt, wurde zum Trendsetter für Frisuren und Figuren und er spielte sich vor 3 Jahren den DFB-Pokal. Dabei war der Frankfurter nie der Typ Schweigefuchs, sondern der Tonangeber. Nach einer Krebsdiagnose stand der zweifache Vater nur 9 Monate später wieder auf dem Platz. Wer seinen Namen hört, denkt an RW Rennen
U wie unglaublich, S wie Schuss und S wie Schluss. Denn die Profikarriere hat er ausgeträumt. Weiter geht's mit Marco Russ. So, lieber Marco. Eine erstaunliche Karriere, aber das ist ja bei Krankheiten und bei Schicksalsschlägen so, plötzlich gibt es einen Einschnitt. Es waren Dopingkontrollen da und bei den Dopingkontrollen bist du mehrmals positiv getestet worden. Und es war ein Wachstumshormon, ich darf das ablesen, HCG, war überproportional bei dir gemessen worden. Da nimmt man normalerweise an, haha, der hat gedopt. Ja, oder die Frau ist schwanger. Das wäre normalerweise so der Messgrad dafür, dass eine Schwangerschaft vorliegt. In meinem Fall war es dann halt die Erkrankung. Ja, und dein erster Gedanke war auch, dass du Kinder, du hast ja, glaube ich, Kinder mal im Hustensaft gegeben, vielleicht hast du mal einen Löffel abgeleckt. Also man denkt ja denn alles durch. Den ersten Gedankengang, den man hat. Was hat man irgendwie, was zu sich genommen, sei es Medikamente der Kinder, Löffel abgeleckt oder wie auch immer, aber Das war eigentlich so ziemlich schnell ausgeschlossen. Dann denkt man an verunreinigtes Essen. Aber auch da ist es so, dass wir eigentlich immer gut eingekauft haben, wo man davon ausgehen kann, das Essen ist sauber. Von daher war dann so der dritte Gedankengang, den wir hatten, vielleicht mit unserem Mannschaftsarzt dann auch irgendwie gefragt, kann das körpereigen produziert sein? Und daraufhin haben wir dann die NADA angerufen, haben gefragt. NADA heißt? Die Nationale Anti-Doping-Agentur. Okay. Daraufhin haben wir sie gefragt, ob das möglich sei. Die haben gesagt, ja, kann definitiv auch der Fall sein. Und ja, dann ins Auto gesetzt, zum Urologen gefahren. Der hat den Ultraschall, es war, glaube ich, 18:30 oder so, die Praxis war schon geschlossen, hat extra aufgemacht, kam dazu. Hat das Ultraschallgerät angemacht, hat es angesetzt und kleine 2 Sekunden später hat er gesagt, es ist Hodenkrebs. Mhm. Also es ging ziemlich schnell. Ja. Jetzt bist du, ich erspare mir mal die Frage, wie das war unmittelbar nach der Diagnose, weil ich glaube, das ist eine intime Geschichte. Du wirst wahrscheinlich ein Rauschen im Kopf gehabt haben, weiche Knie und Der erste Gedanke war so Kinder. Kinder und du hast ja dann irgendwann, oder in meinem Fall, ich hatte meine eigene Familie, die Kinder waren noch ziemlich jung. Ich glaube, mein Sohn war 5 zu der Zeit und meine Tochter war 3. Was ist jetzt? Also du hast zwar die Diagnose, aber du weißt jetzt nicht, wie es weitergeht. Ja. Das hat sich ja dann alles erst so im Laufe der Zeit entwickelt und man wusste, okay, Gott sei Dank war das jetzt, also klar ist es immer noch eine Art Krebs, aber es ist eine gut zu behandelnde Art von Krebs. Also die Chancen, dass du gesund Wirst ist viel größer als bei Prostata, bei Brustkrebs und wie auch immer. Von daher wusste ich da erst dann, das geht hier gut aus. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt nicht. Von daher war das erstmal so, schon ein Schlag in die Magengrube. Du hast diese Diagnose bekommen unmittelbar vor einem wichtigen Relegationsspiel Frankfurt gegen 1. FC Nürnberg. Hast du da überlegt, ob du spielen sollst, kannst, willst? Gab es da einen inneren Kampf mit dir selbst? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe schon so oft in Interviews auch schon gesagt, ich war in diesem Tunnel einfach. Ja. Also es ging ja um den Abstieg in die zweite Liga. Das heißt für einen persönlich, du steigst ab, du hast eine Niederlage erlebt. Aber da hängt ja noch viel mehr da dran. Da hängt ein ganzer Verein dran. Arbeitsplätze hängen da auch dran. Also das ist ja auch ein Druck, ein enormer Druck vorhanden. Und dann fokussierst du dich so auf dieses, also vermeintliche 2 Spiele, das sind ja Hin- und Rückspiel gewesen in dem Fall, da bist du dann so drin und hast dieses Ziel vor Augen, dass dann auch so ein harter Schlag, wo dann viele sagen, aber wie kann der spielen, der kann sich doch nicht konzentrieren. Doch, es ging in dem Moment einfach. Jetzt bist du vorher. Und für mich war das, glaube ich, auch so eine Art, ich will nicht sagen Verdrängung, aber so jetzt Orientierung. Auf andere Gedanken auch jetzt erstmal kommen. Ich kenne das selber ein bisschen. Unter anderen Vorzeichen, Flucht in den Alltag ist oft ganz, ganz gut. Und du bist Berufssportler, also das ist ja dein Alltag. Du bist vorher an die Presse gegangen, sodass, als du im Stadion aufgelaufen bist, die Fans wussten, dass du die Krankheit hast. Ja, auch so ein bisschen unfreiwillig. Also es ist dann den Abend vorher schon durchgesickert, dass ein Dopingverdacht vorliegt. Ja. Dass Marco Russ steht unter Dopingverdacht. Und dann ist es halt so, wie die Pressenummer ist. Wenn sie nicht genug
Infos haben, dann basteln sie vielleicht was draus. Und deshalb waren wir so ein bisschen auch gezwungen, da einfach reinen Tisch zu machen. Ja. Also von mir aus, von meiner Seite war sofort klar, ey, wir sagen jetzt, was wir gehen ist. Raus, ja. Frankfurt, die Medienabteilung, hat gesagt, ja, wir können ja sagen, ey, du bist an Krebs erkrankt, aber Hodenkrebs. Ja. Kamen schon wieder die Sachen halt, wo man denkt, oh, Männer... Reden das, Männer nicht gerne genau, drüber. Ist peinlich, Männlichkeit, ja. Bliblablo. Aber ich habe von Anfang an gesagt, nee, wir sagen einfach, wie es ist. Ja. Und dann ist das gut, dann ist das draußen. Wie bist damit du empfangen können die Leute, worden damit, im Stadion? Ja, Empfang war Wahnsinn. Also wie gesagt, ja. Es war eine komische Stimmung. Auch ja. Ein bisschen gedrückt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch gefeiert worden bin, gar keine Frage. Aber trotzdem war sie so ein bisschen gedrückt, weil natürlich die Info rauskam, die Diagnose feststand, aber keiner wusste, wie es weitergeht. Weder ich noch Familie, noch halt das ganze Stadion oder alle, die davon erfahren haben. Es ist ja auch so, wenn man eine Krebsdiagnose hat, muss man neu lernen zu leben. Nach meinem Empfinden. Als du nun 2016 operiert worden bist, dein rechter Hoden samt Samenstrang wurde entfernt. Da ist ja bei einem Mann in deinem Alter vor allen Dingen die Angst, bin ich eines Tages wieder zeugungsfähig? Oder war das nicht der Fall? Die war zweitrangig, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei wundervolle Kinder. Ja. Ich hatte auch, also man sollte ja nie sagen. Familienplanung also, war. Genau, es war nie in Planung, dass ich drei, vier, fünf Kinder will. Gott sei Dank. Zwei sind absolut okay. Und es hätte ja immer noch die Möglichkeit gegeben, Samen auch einzufrieren. Ja. Aber ich war mit den zwei voll und ganz zufrieden. Da haben wir eine gute Arbeit aufs Parkett gelegt. Und deswegen war das für mich eigentlich keine große Angst, da irgendwie nicht mehr zeugungsfähig zu sein. Was ich ganz großartig finde, dass Paare sich trennen, ist eine traurige Wahrheit, an der man nicht vorbeikommt. Aber dass Paare nach der Trennung gut miteinander umgehen, ist etwas, was sehr erstrebenswert ist. Und wenn ich das richtig sehe, ist deine Frau Janina, von der du bereits getrennt warst, hat sie demonstrativ auf der Tribüne gesessen bei diesem besagten Spiel, von dem wir gerade gesprochen haben, um dir den Rücken zu stärken. Das heißt, ihr seid ein Team geblieben, obwohl ihr in dem Sinne kein Paar mehr seid. Ja, das sind wir heutzutage auch noch. Sie hat einen neuen Partner, die haben beide vor drei Jahren noch haben wir noch mal Zuwachs bekommen. Wir sind eine riesen Patchwork-Familie. Das eigene Ego ist das. Aber schön sagst, wir haben Zuwachs bekommen, wobei ich annehme, dass du daran nur am Rande beteiligt warst. Ja, wäre ja auch nicht mehr gegangen. Ja. Also das ist ja auch noch eine Sache. Also ich hätte ja, mit heißer Luft ist das schwer. Nein, Spaß beiseite. Das eigene Ego, das ist immer die Sache, wenn Paare sich trennen und ihr Ego nicht hinten anstellen können und das dann auch über den Köpfen der Kinder austragen. Ich glaube, da leiden die Kinder viel mehr drunter, als wenn man sagt, ey, okay, Papa, Mama mögen sich noch, die lieben sich vielleicht auch noch, aber anders. Wohnen halt nicht mehr zusammen, anders. Genau. Aber anders. So ist das. Und wir kennen uns halt auch seit Kindertagen. Vielleicht ist das auch nochmal eine Sache, dass wir einfach schon vorher eine Bindung hatten zueinander und die besteht bis heute noch. Ihr neuer Freund ist wundervoll zu meinen Kindern. Aber spielt nicht bei Nürnberg. Nee, der spielt nicht bei Nürnberg. Und ich bin die Kleine. Die Kleine hat erst letztens wieder bei mir zu Hause gepennt mit den anderen beiden. Ja. Von daher ist das, wie gesagt, das Wohl der Kinder steht ja bei sowas auch immer überall. Das ist die oberste Geschichte, das finde ich auch. Du hast die große Angst ist ja immer Chemotherapie. Du hast zwei Chemotherapien 2016 über dich ergehen lassen. Wie bist du damit fertig geworden? Kopf. Psychisch. Kopf. Ja, das war auch das allererste, was die Ärzte zu mir damals gesagt haben, dass sie gesagt haben, im Kopf wird so viel entschieden. Ich glaube, das ist in jedem, das ist beim Klettern so, das ist bei jeder Sportart, eigentlich überall so, dass wenn du mental in der Lage bist, Sachen anzunehmen, oder jetzt bist du beim Leistungssport ja eh schon mental immer gefragt und musst da stark sein, aber du musst einfach, ich bin von Haus aus immer positiv gewesen, auch wenn es Rückschläge gab. Klar ärgerst du dich in dem ersten Moment und
regst dich auf, aber ich war von Haus aus immer positiv, teilweise zu locker auch, wo viele gesagt haben, ach, den kümmert es vielleicht nicht. Aber gerade das hat mir durch die Zeit super geholfen und das schwappt natürlich dann auch auf die Angehörigen. Wenn du da schon liegst mit einem Häufchen Elend und alles ist kacke. Und kein Selbstmitleid, ne? Kein Selbstmitleid, das steckt ja dann auch an. Und so ist es positiv genauso. Du plädierst, dass Männer unbedingt zur Vorsorgeuntersuchung gehen mögen. Und du hast mit ungewöhnlichen Mitteln, darf ich dir sagen, dafür geworben, dass Männer dieses machen. Also man muss sagen, du hast im Februar in der TV-Show Showtime of Your Life Stars gegen Krebs mitgewirkt. Und meine Damen und Herren, ich glaube, noch nie hat ein Profifußballer so freizügig blank gezogen und so viel Begeisterung ausgelöst, wie du das gemacht hast. Wir können uns davon überzeugen. Bitte schön, meine Damen und Herren. Edina guckte irgendwas zwischen irritiert und verwundert. Was hat das bewirkt, diese Show? Ich meine, das war ja das Hauptding war ja einfach die Botschaft. Ja. Klar haben wir das so ein bisschen. Das kam ja aus Großbritannien, glaube ich. Ja. Und ich wurde ziemlich früh angefragt und natürlich hast du dann auch erstmal Bedenken, ne? Nackt im Fernsehen ausziehen oder strippen. Was sollen die Leute denken? Ist aber man auch nicht so gewohnt? Das auch nicht. Also ja. Ich konnte aber sagen, vorher, dass die Sendung hat gerade eben den deutschen Fernsehpreis bekommen. Das weiß ich rein zufällig von einer Freundin. Ja. Nein, Riesenshow. Und aufgrund dieser Show, ich habe nämlich letztens einen großen Abend gegen Krebs moderiert und da waren eben auch ganz viele, die gesagt haben, daraufhin haben sich so viele Menschen gemeldet, die eben daraufhin wirklich sich haben untersuchen lassen oder sind irgendwie zur Vorsorge gegangen und da wurden ganz, ganz viele Erkrankungen vermieden durch diese Show. Ja, weil halt bei vielen... Ja. Vielleicht noch mal speziell, an welche Altersgruppe aus deiner Sicht richtet sich dieser Appell? Zur Vorsorge zu gehen. Unter 50 auf jeden Fall. Ja. Viele das ist ja immer dieses, ach, jetzt bin ich 50, jetzt gehe ich mal zur Prostatavorsorge. Ja. Aber die Zahlen zeigen ja, dass die Erkrankungen immer jüngere Menschen betreffen. Ich war Anfang 30 und Brustkrebs auch bei Frauen, die werden auch immer jünger. Von daher. Bei Frauen ist es ja noch so, dass sie, ich sag jetzt mal, mit der ersten Periode zum Frauenarzt gehen und dann eigentlich auch regelmäßig dort sind und lassen sich regelmäßig untersuchen. Das gibt es ja bei uns Männern nicht. Also ich habe noch nie einen Papa gesehen, der seinen Sohn dann nimmt in der Pubertät und sagt, ey komm, wir gehen jetzt mal regelmäßig dahin und lassen dich mal checken und sowas. Ja, das ist immer noch dieses Tabuthema, was wir so ein bisschen wollten damit aufbrechen mit der Sendung. Ja. Und, heutzutage ist es halt leider noch so, dass immer erst dann was passiert, wenn was passiert ist. Ja, ja. Also erst dann. Ich sag das auch. Geht zur Vorsorge. Also Blick im Kopf und sagst, oh, jetzt lasse ich mich. Ich weiß, wovon ich rede. Geht zur Vorsorge. Ich bitte um eine ganz kurze Antwort. Gibt es Ernährungstipps, um Krebs im Keim zu ersticken, gar nicht erst entstehen zu lassen? Gibt es sozusagen No-Gos? So zwei, drei Leben, wo du sagst, lass das weg und ess dafür Folgendes. Zuckerfleisch, Alkohol. Genau, zuckerfrei riesen. Ich bin auch immer irritiert, wenn die wirklich schwer Krebskranken dann erzählen, was sie alles tun. Und dann denkt man sich, warum machen das nicht die Gesunden, um gesund zu bleiben? Also sehr viel Frisches. Sehr viel Frisches. Sehr viel Frisches. Vitamin, Vitalstoff, ballaststoffreiches Essen. Wenig Fleisch Gemüse, wahrscheinlich. Grünzeug, ne? Tierische Produkte in Maßen, viel gute, gesunde Fette, viel Bewegung, gesunder Schlaf, aber und auch wenig Stress und auf die Darmflora achten. Also die Darmflora ist ja unser stärkstes Immunsystem. Ja. Und wenn die schwächelt und dann noch der Vitamin-D-Wert niedrig ist, vielleicht eine genetische Vorbelastung, dann kann sowas sich über die Jahrzehnte entwickeln. Und davon träume ich ja, dass man zum Arzt geht, um gesund zu bleiben. Jetzt weiß ich, wovon du träumst. Genau. Das ist auffällig. Anne, jetzt eine letzte. Du hast deine Profikarriere beendet und bist aber deinem Verein Eintracht Frankfurt treu geblieben, die übrigens auch dir vorher treu geblieben sind, weil sie haben mitten in der Krankheit deinen Vertrag verlängert. Also es gibt auch im Profifußball noch Charaktere
und Charakter. Was machst du jetzt bei Eintracht, bei der Eintracht? Ich bin in der Analyse tätig. Ja. Also muss ich das ja vorstellen, dass man sieht immer nur im Fernsehen 11 Rennen gegen 11 einander und die bessere Mannschaft gewinnt, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Du wirst es brauchen, wenn St. Pauli aufgestiegen ist am Ende der Saison und wir gegeneinander spielen. Ich sag dir, streng mich jetzt an. Jetzt musst du es ein bisschen groß, Hubertus. Nein, entschuldige. Das ist deine Aufgabe. Ja, also der eigenen Mannschaft den Gegner einfach näher zu bringen. Ja. Ihm die Schwächen aufzuzeigen, ihm die Stärken aufzuzeigen, vereinzelt im Mannschaftstaktischen. Und, ist eine Menge Arbeit, aber macht mega, mega viel Spaß. Wir sind ein super Team. Und das, was mir am meisten Angst gemacht hat, so dieses Kabinenleben zu vermissen, das ist teilweise eigentlich immer noch da, weil wir natürlich eng mit der Mannschaft zusammenarbeiten. Ja. Schön, dass du da bist. Und danke dir sehr. Marco Rust, meine Damen und Herren. Nächster Gast ist, ich muss es ablesen, charmant, einfühlsam, fröhlich, großzügig, inspirierend, romantisch, schillernd, seelenvoll und verträumt. Das sagt er zumindest über sich selbst, beziehungsweise sind das all die Eigenschaften, die uns sein Sternzeichen Fisch vorgeben, da zu sein. Er hat eine ganz, ganz große Liebe zur Astrologie und über die werden wir heute sprechen. Es ist sein schmutziges Hobby sozusagen und wir freuen uns, dass er heute da ist. Thomas Hermann! Es ist schmutzig. Es ist wunderbar. Es ist wirklich ein schmutziges Hobby. Es ist wirklich, also das Buch ist eine Reihe, die heißt Verboten Gut, wo wir über unsere Guilty Pleasures, über die Sachen, zu denen wir uns nicht so richtig bekennen wollen, äußern. Da sind verschiedene Prominente drin. Und ich habe gedacht, ich schreibe mal nicht über Boybands, sondern ich schildere, was ich an jedem Tresen abends, was meine Freunde bestätigen können, wenn ich zwei Bier getrunken habe, mit der Umgebung mache. Ich fange an, die Sternzeichen zu analysieren, die Leute tot zu quatschen, die Aszendenten rauszufinden, die rufen ihre Mütter an, es hört nicht auf, es ist mein schmutziges Geheimnis. Und dabei ist es aber so, dass dein Wissen noch nicht mal sonderlich fundiert ist, überhaupt oder? Überhaupt nicht. Das ist also wirklich totales Halbwissen, das wollte ich in dem Buch auch rausbringen. Es ist das Buch für Leute, die Astrologie hassen. Es ist nämlich nur, es will den Spaß erklären, mit so einem scheinbaren Lösungssystem oder Ordnungssystem Leute einzusortieren, weil das macht uns im Leben Spaß zu sagen, du bist ja natürlich typisch Jungfrau und so. Und das ist nur ein Partyspiel für mich. Aber ich bringe allen in dem Buch bei, wie sie es so spielen können, dass sie halbwegs zum nächsten Getränk kommen. Also das bedeutet, du schaffst es wirklich unter all den Fischen, unter all den Widdern und so Gemeinsamkeiten zu entdecken. Und achtest du dann mehr auf die Gemeinsamkeiten und nicht so sehr auf die 99 anderen Eigenschaften, die einen trennen, sondern auf die Gemeinsamkeiten? Naja, und ich habe natürlich auch in dem Buch, ich habe schon, und das ist immer mein Gambit am Anfang wie beim Schach, also wenn jemand gar nicht an Astrologie interessiert ist, was ja die meisten vernünftigen Menschen sind, dann sage ich immer, okay, dann machen wir einen Kalendercheck, du guckst in den Kalender rein, gibt es Monate, wo enge Freunde von dir sich häufeln und gibt es Monate, wo du gar keine Geschenke kaufen musst für niemand? Also und Geburtstage. Geburtstage häufen. Ne? Also genau, wo du sagst, okay, jetzt bin ich die ganze Zeit am Schenken und da kenne ich niemanden. Bei den meisten ist es dann schon so, dass es Monate gibt, die ein bisschen leerer sind und wo sich das schon. Und dann weiß ich als Fisch halt dann auch, welche Sternzeichen mit mir gut harmonieren und die treffe ich auch öfter als bestimmte andere. Und das erzähle ich im Buch eben auch aus meinem Beruf, dass eben ein Treffen mit einer Löwin wie Madonna, die eben Doppellöwin ist, für einen Fisch einfach kein Spaß ist, sondern es ist eine Kriegserklärung und wir werden nie zusammen ein Duett singen und ich weiß auch warum. Und ja, ganz genau. Und du bist also sicher, dass du mit Madonna nie ein Duett singen wirst und dass das an den Sternzeichen liegt? Es liegt an ihr. Es liegt am Löwen. Sie hat ja Bock, ne? Aber du sagst, nee, Madonna. Nee, wie die guckt. Du bist einfach im falschen Monat geboren. Ja, nein, sie hat mich auf einer Party, ist die Geschichte, hat mich so angeguckt, dass ich das gesamte Löwensternzeichen kapiert habe. Der Löwe oder die Löwin ist territorial, das ist bis hier, du kommst nicht über diese Grenze rüber oder du brauchst einen Pass. Und hier ist meine Grenze. Darüber reden wir wirklich. Du hast Madonna auf einer Party getroffen und sie hat dir signalisiert, hier ist die Grenze. Total. Okay. Ich war aber auch. Was wäre denn passiert, wenn sie signalisiert hätte? Ich war doch ihr größter Fan. Ich stand doch in einem Zebrakleid mit schlecht geklebten Wimpern vor ihr. Ich war ihr größter Fan. Ich wollte sie kennenlernen. Und sie hat einfach wirklich, das ist ein eisiger
ein eisiger Blick, wo es einfach heißt, don't even think about it. Okay. Oder Mariah Carey steht ja auch der Widder. Widder, das war der schlimmste Drehtag meines Lebens. Die schlecht gelaunteste Person, die ich je im Showbusiness getroffen habe. Die hat das ganze Studio terrorisiert. Alle hatten Angst. Und das war halt auch Widder-Energie. Also das ist schon Feuerzeichen und ich... ist schwierig. Okay, nun, wir beide verstehen uns ja sehr gut, denn wir sind am gleichen Tag geboren. Wir sind beide Fische, 5. März. Weil 5. März, das großartige, sensible Künstler-Datum. Du, ich. Nadel. Nadel und Pasolini, wo ich immer sage, wer passt nicht in die Reihe. Wer passt nicht in die Reihe? Und dann sagen immer Leute Pasolini, dann sage ich, nee, nee, so einfach ist es nicht. Ne? Nein, wir kennen es doch gut, kreativ aufgeschlossen, Talkshows, Shows. Ne? Fische? Absolut. Sind nice. Und ich habe auch unser Horoskop für heute schon mal dabei. Oh, der Morgen ist heute für Sie am besten. Machen Sie es sich schön. Wobei, ich weiß nicht, wie man es betonen soll. Oder heißt es, machen Sie es sich schön. Verbringen Sie ihn in Ruhe. Ab dem späten Vormittag drohen immer wieder Reibereien. Das sind wir jetzt das schon. Ist hier, genau. Der Klügere gibt nach. Findest du da deinen heutigen Tag wieder? Ja, da findet jeder eigentlich seinen heutigen Tag nee, wieder. Nee, das passt genau. Es fing gut an. Da bin ich mit der Bahn gefahren, wie immer. Begannen da die Reibereien, wir standen Personen auf dem Gleis und dann musste ich mich beherrschen. Super. Nee, aber ich bin ja zum Beispiel, was Horoskope angeht, ich hasse Horoskope, die so sagen, morgen reitet ein schwarz gelockter Mann in ihr Leben. Das ist alles Bullshit. Das unterstütze ich auch nicht. Ich mag nur diese Charaktereigenschaften von bestimmten Sternzeichen. Wer gehört zu wem? Was ist für Beziehungen gut? Mit wem sollte man sich öfter treffen? Und wen sollte man wie Madonna einfach nicht einladen auf keine Party, okay, wenn man Fisch ist? Ist sie doch selber schuld. Nee, dann ja, lade ich die auch nicht ein. Weil ich hatte es überlegt, mach nächste Woche ein Essen. Mach es aber nicht. Ich meine, wir sind ja gleich, dann lade ich sie jetzt doch nicht ein. Nee, nehm Wassermann, Zwilling oder Jungfrau. Soll ich einladen? Mhm. Wassermann, Zwilling oder Jungfrau? Mhm. Reinhold Messner ist Jungfrau. Richtig. Da heißt es in seinem Horoskop, habe ich zufällig hier vorliegen, vormittags setzen Sie sich auch in schwierigsten Situationen fast spielerisch durch. Spielen Sie heute Ihren Vorteil aus. Abends haben Sie berechtigten Grund zur Hoffnung. So, und jetzt sage ich mal, dass Fische und Jungfrauen sehr gut zusammenpassen. Würde ich aus der Perspektive ja auch so sehen. Ja. Und bei Marco Russ, der ist Löwe. Wirklich? Ja. Aber jetzt kommt mein Trick. Das ist immer der Moment an der Bar. Der Aszendent. Ja, ganz ja, genau. Ganz genau. Ja. Sonst ist er weg. Wenn du jetzt nicht zugreifst, ist er weg. Das ist der Joker an der Bar. Machen wir die Wand hoch. Was? Löwe, sage ich, ja, ist ja schrecklich, wie Madonna. Und dann sage ich, aber dann ist der Aszendent, muss doch ein Wasser- oder Luftzeichen sein. Und dann sagt der Löwe... Ich habe keine Ahnung. Ja. Immer sagt der Löwe und der Widder also und der Skorpion. Ich bin Löwe, Aszendent Skorpion. Wir kommen zwischen uns, passiert auch nicht viel. Wow. Kann ist das so sein, Skorpion, dass, wenn ich dich frage, also kannst du dich erinnern, dass vor 15 Jahren einen Freund in einer Talkshow im Vorraum mal jemand was zu dir gesagt hat, was dir nicht gefallen hat, was du nie vergessen wirst und was du heute noch in deinen Memoiren erwähnen könntest? Ich bin ehrlich gestanden total nachtragend im Positiven. Im Positiven. Wenn mir einer mal geholfen hat, das vergesse ich nie. Und im Negativen nicht? Überhaupt nicht. Also fast gar nicht. Das ist Löwenspinning. Nein, weil ich denke, ja, also nee, ich vergesse aber, wenn mir jemand mal geholfen hat in einer misslichen Lage, da bin ich nachtragend im Positiven. Ja, aber siehst du? Bei Skorpionen ist es beides. Sie vergessen einfach nichts. Und immer, man wundert sich als Fisch dann oft, wir schwimmen so auf die Party und schenken irgendwas. Und dann sagt der Skorpion, ja, und dieses Buch, davon hast du ja vor 3 Monaten am Montag erzählt, als wir beim Kaffee saßen. Und wir immer so, ach ja, wirklich so. Und der Skorpion hatte ein sehr gutes Gedächtnis. Ja. Das ist ja aber toll. Mit dem Löwe, dann, also, da muss was Nettes drüber sein im Aszendent. Das ist kein Doppellöwe. Wir finden das, wir so nett, wie das er nach guckt, da muss was Nettes. Wir reichen das nach. Wir reichen das nach. Ruf die Eltern an. Wir haben ja mit Frau Grutzbach jetzt eine Frau, die ja die Arme Astrologie noch mal von der etwas wissenschaftlichen Seite sehen kann. Ja. Welche wissenschaftliche Seite? Die Astronomie, nämlich wie, es heißt ja Sternbilder, also ja, im Zeichen des. Wie ist das eigentlich, also jetzt, wir müssen es ganz kurz machen. Wie ist es entstanden? Ist vielleicht für zu weit, aber ist es richtig, dass das, was man früher als geboren im Sternbild des Fisch gar nicht mehr aktuell ist, weil sich inzwischen das Universum schon so ein Stückchen verschoben hat? Ja, nicht das Universum, sondern die Erde. So. Ja. Genau, ja. Es ist ja so, dass die Erde so bei ihrer Drehung eine Art Kreiselbewegung macht. Ja? Also die Achse der Erde, wenn sie sich dreht, zeigt immer in die gleiche Richtung. Dann ist die Sonne, das ist die Erde, macht so. Ja? Aber über einen ganz, ganz, ganz langen Zeitraum macht die Erdachse auch den hier. So.
Ja, okay. Aber über einen sehr langen Zeitraum. Es sind, glaube ich, 26.000 Jahre. Jetzt haben wir 12 Sternzeichen, 26.000 Jahre. Das heißt, in etwa 2.000 Jahre dauert es, bis diese Achse da sich um ungefähr ein Zeichen verschoben hat. Sie sind aber auch gar nicht irgendwie äquidistant am Himmel, ne? Also die sind irgendwie die breiter, schmäler und so weiter. Dann gibt es auch noch ein 13. Sternzeichen, durch das die Sonne... Genau, das ist immer der Moment, wo ich die nächste Runde bestelle. Und dann sagen, das sind ja sehr kritische Fragen, sicher von einem Erdzeichen, und spiel den Ball zu. Ja. Was ist es? So kommt man durch einen guten Abend. Was glaubst du? Also, kein Wasserzeichen. Ja, machen wir Ausschlusstaktik. Ja, genau. Ich finde auch kein Feuerzeichen. Nein, aber ich finde es lustig, weil ich habe das ja früher auch so ein bisschen gemacht, dieses Partyspiel. Und zwar irgendwie aus der Not heraus, weil man lernt Leute kennen. Ne? Mhm. Und Leute sagen, was machst du so? Ich studiere Astronomie. Und Leute dann so, oh, das kann man studieren, das ist ja interessant. Ich bin Fische, was kannst du mir sagen? Ist das lustig? Das ja. Habe ich gleich das Gespräch abgebrochen. Ja. Ich habe mich dann informiert und habe dann angefangen, den Leuten halt ihr Horoskop quasi zu sagen. Und habe ihnen dann einfach irgendwas gesagt. Das waren alle immer wahnsinnig beeindruckt und begeistert. Also man kann den Leuten auch genau das Gegenteil. Es macht Spaß. Es macht, als, klar, als Spiel macht es Spaß. Als Wissenschaft ja, ist es katastrophal. Und es ist tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, ob bei den Horoskopen, wie ich sie jetzt mitgebracht habe, da viel Wahres drinsteckt. Da erkennt sich natürlich jeder und zugleich auch keiner. Aber du hast ja schon, du bist ja noch einen Schritt weiter gegangen, aus der Astrologie raus und bist in Richtung Handlesen gegangen. Und da ist dir wirklich was passiert. Und das haben übrigens heute in unserem Kreis sehr viele berichtet, dass da unglaubliche Sachen dabei rumkommen. Ja, das schreibe ich im Buch deshalb, weil ich sage, ich kann zum Beispiel, ich gehe nie wieder zu einer Wahrsagerin oder irgend so jemanden, weil ich es halt einmal erlebt habe, dass so ein Quatsch wirklich passiert ist, also wirklich eingetroffen ist. Das war in New York. Das war ein sehr netter Freund von einem Freund, der hieß Herb. Ich nenne ihn immer jetzt die Hexe Herb. Der hat mir halt die Hand gelesen und hat gesagt, was willst du im Leben erreichen? Da habe ich gesagt, weil ich ja bescheiden bin als Fisch, Haus am Meer und netten Mann. So, und dann hat er geguckt und so sagt, da wird mehr wird's nicht. Das wird am See sein und ein Mann kriegst du und der heißt Stefan. Da hat er sich aber weit aus dem Fenster gesehen. Also Steven, ne, war ja auf Englisch. Und ich dachte dann, und ich hatte überhaupt keinen Stefan in der Nähe, außer einem guten Freund, mit dem ich aber kein Verhältnis hatte. Dann dachte ich, soll ich jetzt mit meinem guten Freund ein Verhältnis? Einfach, also ich war verwirrt und ich wollte ja eigentlich ans Meer, also wieso jetzt am See? Schnitt. 15 Jahre später kaufen wir ein Haus mit meinem Mann in Berlin an einem See. Und einen Abend sitze ich dann schon und denke jetzt, also die Hexe Herb, die Alte, ne? So, jetzt ist der See ja schon da. Aber ich sage zu meinem Mann, ja, wenigstens heißt du ja Wolfgang und nicht Steven. Und dann sagt er, wieso, mein zweiter Name ist doch Stefan. Nein. Und dann habe ich gedacht, ich werde nie wieder irgendjemand was fragen. Weil wenn es dann stimmt, ja, ist es ein bisschen gruselig. Ja. Und dann habe ich gedacht, die konnte halt, Herb konnte halt Wolfgang nicht aussprechen. Und deshalb ist er auf dem zweiten Namen. Ist auf ein, ja, also schöne Grüße nach Manhattan. Das ist schon, ja, Manhattan guckt uns heute Abend zu. Das habe ich absolut im Gespür. Also eine wunderbare Sache. Und wir sehen ja gerade an unserer Reaktion, dass tatsächlich alle irgendwie mit dem Thema irgendwie was anfangen können. Aber sie hat noch nicht aufgelöst. Sie hat mir noch nicht die Wahrheit gesagt. Über Sternzeichen. Ja, es ist ja lustig, mein Horoskop passt auch sehr gut auf mich eigentlich. Das muss ich jetzt mal zugeben. Also es ist natürlich alles Schwachsinn, aber ja. Ich bin Waage und Wassermann-Aszendent. Also wissenschaftlicher geht es eigentlich gar nicht. Ausgewogen, geschmackssicher und Wassermann natürlich mit dem Hang zu den Sternen. Aquarius, ich würde es Ihnen jeden Morgen vom Fenster singen, ist Ihr Song. Ach, wie schön. Und da sind wir auch schon beim Singen. Genau, da wollte ich hin mit dir. Weil wenn du schon mal da bist, müssen wir einmal kurz bitte über ABBA sprechen. Ja, unbedingt. So. Viel wichtig. Also ist auch Astrologie auch toll. So. Tolles Buch, kaufen das Buch. Jetzt mal die wichtigen Themen. Jetzt pass auf. Also wie viel Angst hattest du, als sich rumgesprochen hat, ABBA will's noch mal wissen? Sehr viel. Ja. Ich bin ja Mega-Fan und die Vorstellung, dass zwei 75-jährige Männer es noch mal wissen wollen, macht uns ja allen so ein bisschen Angst immer so. Ich hatte halt wahnsinnig Angst, dass sie versuchen, einen Sound zeitgenössisch zu gestalten. Ich hatte Angst, dass Björn einen frechen Hip-Hop-Teil einbaut, mit einer Kappe im Video wilde Sachen macht, auf Ibiza. Und das war alles meine Angst. Deshalb habe ich eigentlich gesagt, ihr wart so cool, als ihr aufgehört habt, warum wollt ihr es überhaupt noch mal riskieren? Aber dann kam es raus und es klingt wie früher. Und da war ich so happy und vor allem habe ich gedacht, die Männer können ja immer komponieren, die können das ja, die haben ja kein Risiko eingegangen, aber die Damen mussten es ja nun singen. Ja. Und jeder hört ja nun mal hin, klingt Agnetha noch wie früher oder klingt Frieda noch wie früher, weil man die Stimmen natürlich dauernd präsent hat. Und ich finde es einfach irre, wie gut
die beiden noch klingen. Fantastisch. Agnetha, als ob sie immer nur, ne, das wäre medizinisch, also zwischen stillem und spulendem Wasser hektisch hin und her gepartyt hat. Ganz, ganz toll. Und ich fand es so schön, weil es war das nostalgische Trostpflaster auf unsere Post-Corona-Seele. Ja. Wir konnten das so brauchen, dass es einfach wieder schön war. Hast du schon Karten gekauft? Natürlich, 25.06. Wie heißt das Musik? Heißt das Avatar wirklich? Nee, es heißt ja wahrscheinlich Voyage, wie die Platte. Okay. Die Avatare in London sind ja quasi schon programmiert. Und auch da dachte ich erst, warum soll ich mir die jetzt als Computer angucken? Ich habe die ja noch live gesehen. Aber ich glaube, die lassen sich was einfallen. Da ist eine Handlung da, die können die Costume Changes. Also du kannst natürlich so eine Computersimulation jedes Kostüm in 2 Sekunden anziehen. Ich erwarte viel. 25. Juni sitze ich in London in der Show. Das ist ja toll. Da musst du bitte unbedingt danach kommen und uns davon erzählen. Ich weiß nicht, ob wir es auch ähnlich schnell schaffen wie du. Das ist ja toll. Vielleicht können die ja hier auch, die können ja dann eigentlich überall simuliert werden. Ist das so? Dann könntet ihr sagen, hier sind sie aber und dann werden die hochgeladen. Du musst doch gar nicht hin. Das gibt's nicht. Eigentlich ist es ja anachronistisch, dass du hinfliegst. Die können ja überall sein. Man fährt irgendwo hin, wo man das eigentlich als Screensaver zu Hause im Homeoffice haben könnte. Ja. Aber es ist das erlebt. Ja, du hast recht. Und uns lassen sie vorher aus dem 3D-Drucker rausnehmen, sage ich dir. Werdet ihr schon vermessen? Schöne neue Welt. Ja, ja. Falls ihr mal krank seid. Man hat schon nach meinen Maßen gefragt. Siehst du, das hat nichts mit Klamotten zu tun. Aber die Technik hat gestreikt. Aber bis die meinen Körper aus 1er und 0 zusammengebaut haben, ehrlich gesagt, das wird noch ein paar Jährchen dauern. So, wir wollten noch einen kleinen Test mit dir machen, weil wir haben natürlich eine kleine Quiz-Situation in Richtung ABBA für dich vorbereitet. Sehr gerne. Ich lese dir auf Deutsch übersetzte Texte vor und du sagst mir, aus welchem ABBA-Lied. Sehr gerne. Ich habe keinen einzigen erraten, aber ich bin auch natürlich nicht in der gleichen Situation wie du. Ich hatte schon von dir gehört und wollte es genauer wissen. Jetzt weiß ich, was sie meinen. Du bist eine Liebesmaschine. Oh, du machst mich schwindlig. Sag nochmal Anfang. Ich hatte schon von dir gehört und wollte es genauer wissen. Jetzt weiß ich, was sie meinen. Du bist eine Liebesmaschine. You're a love machine. Oh, you make me dizzy. Honey, honey. Honey, honey. Ja, das stimmt. Oh, you make me dizzy. You're a love machine. Sehr schwer. Ist schwer. Total. Ich kann sehen, was du willst, aber du scheinst mir noch ziemlich jung. Für die Art. Does your mother know? Ja! Ja, das ist wirklich, kann man fast heute nicht mehr singen. Das ist ein bisschen über die Generation rübergeflirtet. Ja, 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 ja. Aber schön ist es schon. Mhm. Es ist 23:30 und ich sehe die Spätshow allein in meiner Wohnung. Wie ich es hasse, den Abend allein zu verbringen. How I hate to spend the... Gimme a man after. Du bist ja super. Du bist ja super. Die sind schwer. Das sind nicht die üblichen Verdächtigen. Nee, gell? Es ist nicht, ich bin die Tanzkönigin. Nee. Ich hatte die Nase so voll von allem. Und jetzt kommt eigentlich was, das weißt du auf jeden Fall. Als ich dich letzte Nacht aus super Glasgow super an... Woher weißt super du das denn alles? I was sick and tired of everything. When I called you last night from Glasgow. Überraschenderweise Glasgow. Ja. Und alles, was ich mache, ist essen und trinken und singen und wünschte bei jeder Show, sie wäre die letzte. Kannst du gut nachvollziehen, das ist ein Tourlied. Ne? Das ist ein echtes Tourlied. Darf ich noch meine Lieblingstextzeile von ABBA, weil die waren ja englisch immer nicht so ganz fit. Ja. Das Schönste ist bei denen das Lied Tiger von der Platte Arrival. Da singen sie, I am behind you, I always find you, I am the tiger. Ja. And when I meet you, what if I eat you, I am the tiger. Also es ist nicht alles Gold, was sie gesungen haben. Es ist nicht alles Gold, was ABBA gemacht hat. Aber mit den Frisuren kann man sich halt alles leisten, wie ich gerade noch mal sehe. ABBA ist zurück, du bist bei uns, die Welt ist gut in Ordnung und alles ist gut. Und jetzt wissen wir auch noch Bescheid, welche Sternzeichen du hast und mit wem du gut kannst. Thomas Hermanns ist bei uns. Super Runde, ich habe so viel gelernt, so viele inspirierende Gespräche geführt und in der nächsten Woche geht es direkt weiter mit unseren Kolleginnen Bettina und Jörg. Martin Rutter ist da, Romy Schneiders Tochter Sarah Biasini und Pina Atalay. Und jetzt bleiben Sie bitte dran, es folgt die Michelle Abdullahi-Nacht. Oh mein Gott. Sehenswert, oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.